Ich begrüße euch alle zu unserer kontroversen Diskussion um die anarchistischen Strömungen, aufständischer Anarchismus, Anarcho-Syndikalismus und Individualanarchismus. Ich würde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was so unsere Intention war, die Diskussion hier vorzubereiten. Für uns war ein zentraler Punkt, auch für die Tage, ist ja die Organisierung, weil wir ein Stück weit das Gefühl haben, dass das ziemlich kurz kommt oder der Organisierungsgrad auf jeden Fall schon mal besser war. Und zum anderen, dass es um da Leuten, die sich damit noch nicht, also mit unterschiedlichen Strömungen oder Vorstellungen von der Organisierung noch nicht so auseinandergesetzt haben, zum einen die Möglichkeit zu geben, da einen Einblick zu kriegen und zum anderen, dass es natürlich auch in den unterschiedlichsten Strömungen, anarchistischen Strömungen, schon auch in der Geschichte immer Kontroversen gab und Diskussionen. Und da auch viele Strömungen, würde ich mal sagen, jetzt nicht wirklich viel miteinander zu tun haben oder machen. Und da einfach ein Stück weit zu gucken, wo sind da die Kontroversen? Wo ist der Sinn hinter einer Organisation und wo sind da auch die unterschiedlichen Vorstellungen und Meinungen? Ja, ansonsten zum Ablauf. Wir haben jetzt drei Referenten hier, die werden alle so einen circa 15-minütigen Input geben zu den unterschiedlichen Strömungen. Die stellen sich vielleicht gleich einfach dann, wenn ich fertig bin, selber oder vor ihrem Part selber kurz vor. Also das sieht dann so aus, dass wir ungefähr wird es dann 45 Minuten gehen, der Input-Teil. Dann dachten wir so 30 Minuten circa für direkte Fragen an die Referentin und dann aber schon einen fließenden Übergang hinzukriegen zu der kontroversen, offenen Diskussion, die hier dann hoffentlich stattfindet. Wir hatten auch kurz die Option angedacht, dass wenn die Diskussion nicht so recht in Gang kommen sollte oder wenn sie sich so nach zwei Stunden insgesamt also im Kreis dreht, dass es dann auch die Option geben könnte, das Ganze hier in Kleingruppen aufzusplitten, um halt so eine direktere Diskussion zu ermöglichen. Aber das würden wir dann erstmal jetzt offen halten, wenn es nach einer längeren Diskussion hier Menschen gibt, die das Gefühl haben, das könnte Sinn machen, dann sollen sie das bitte sagen. Dann könnten wir versuchen, einfach in kleinere Gruppen uns aufzuteilen. Ansonsten würde ich, wenn es dann die Diskussion übergeht, eine Rednerinnenliste machen und ich bitte alle, mir das irgendwie durchzeichnen verstehen zu geben, dass sie was sagen wird. Und dann gebe ich jetzt das Wort an die Referenten weiter. Gut, hallo, ich bin Jörn. Ich mache den Anarcho-Syndikalismus Teil. Wir haben uns so ein bisschen entschieden, dass wir quasi von rechts nach links durchgehen. Also quasi relativ straight Organisierung. Anarcho-Syndikalismus kommt zuerst, dann kommt aufständischer Anarchismus und Individualanarchismus, halt fast keine Struktur mehr oder Struktur oder Organisationskritik im Grunde, dann als letztes. Und ich bin hier Mitglied der FAU Hamburg, der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion und möchte aber trotzdem halt sagen, dass ich natürlich, auch wenn ich jetzt hier jetzt einen kleinen Einblick in den Anarcho-Syndikalismus, ein bisschen am Beispiel der FAU, wie wir in der FAU organisiert sind, hauptsächlich bundesweit, trotzdem rede ich natürlich für mich selbst, weil ich nicht den Anspruch haben kann, für die ganze Organisation zu sprechen. Wir als Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen versuchen Gewerkschaftsarbeit zu machen, und zwar um dies mit libertären Grundsätzen zu vereinen. Wir sind allerdings keine Gewerkschaft von Anarchisten, sondern wir sind eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Das bedeutet, dass man nicht unbedingt Anarcho sein muss, um bei uns mitmachen zu können. Allerdings müssen gewisse Grundsätze geteilt werden,
zum Beispiel das Eintreten für Arbeiterinnen-Selbstverwaltung oder halt, dass Diskriminierung keinen Spielraum haben sollen, wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus oder ähnliche Unterdrückungsmechanismen. Wir sind lokal, wir haben ungefähr in 30 Städten lokale Branchen und Betriebsgruppen. Darüber hinaus sind wir international in der Internationalen Arbeiterassoziation organisiert, mit anderen kämpferischen Gewerkschaften fast über den ganzen Globus. Noch das noch so kurz am Rand, wir geben alle 2 Monate die direkte Aktion heraus, die neben der Graswurzelrevolution die einzige bundesweit entscheidende anarchistische Zeitung ist, soweit ich das weiß. Der Anarchosyndikalismus ist im Grunde relativ einfach zu erklären, weil er im Grunde weniger eine eigene Theorie ist, als vielmehr ein Kampf- und Organisationskonzept. Und da gibt es im Grunde, könnte man das so splitten in 3 verschiedene Parts. Und der erste ist der Kampf um bessere Lebensbedingungen im Kapitalismus. Und dem liegt halt zugrunde, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse eine zentrale Bedeutung für unser soziales Leben haben und somit die Lohnarbeit einer der zentralen Momente der kapitalistischen Unterdrückung ist. Deshalb organisieren wir uns in der Form der Gewerkschaft, um in erster Linie halt geringe Arbeitszeit und höhere Löhne für unsere Mitglieder zu erkämpfen. Arbeiterinnen sind für uns alle Menschen, die ihre Lohnarbeit verkaufen müssen. Das spielt aber keine Rolle, ob es jetzt wie quasi in der traditionellen Arbeiterbewegung jetzt Stahlarbeiter sind oder ob es sich um Leute handelt, die im Callcenter arbeiten oder im Büro oder sonst wo. Außerdem organisieren wir Menschen, die halt auf dem Weg in ihr Arbeitsverhältnis sind, also Schüler oder Auszubildende. Und genauso können sich bei uns noch Leute organisieren, die über ihr Arbeitsverhältnis schon hinaus sind, also Rentner. Das einzigen Menschen, die keine Chance haben, in einer anarchosyndikalistischen Gewerkschaft aufgenommen zu werden, sind Mitglieder staatlicher Repressionsorgane, wie zum Beispiel Polizei und Militär oder auch Richter. Und auf anderer Seite, oder halt Chefs, weil diese halt über Arbeitsverhältnisse bestimmen können und diese auch beendigen können. Also dann quasi im direkten Gegenpart zu den Gewerkschaften, zu den Interessen unserer Mitglieder stehen. Und damit wäre dann eine Interessenvertretung äußerst schwierig. Allerdings muss es nicht dabei stehen bleiben beim gewerkschaftlichen Ansatz, sondern es ist genauso angedacht, dass sich Stadtteilsyndikate oder Mieterinnen-Syndikate gründen, wo halt dann geguckt werden kann, wo man halt die Lebensbedingungen verbessern kann. Das Wichtigste für uns ist aber, dass die Leute sich selbst organisieren, dass man sich im Alltag organisiert, da wo man wirklich selber vom kapitalistischen System betroffen wird. Und das schließt ein, dass wir keine Stellvertreterinnenpolitik machen. Das bedeutet, wir kämpfen nicht für Leute, die nicht kämpfen wollen. Also wir verteilen, das gab es innerhalb der Geschichte der FAU und auch des Anarchosyndikalismus natürlich schon, dass wir verteilen keine Flugis irgendwo bei irgendwelchen Leuten vor dem Betrieb, sondern es müssen Leute wirklich zu uns kommen und sagen, hier, wir wollen kämpfen, könnt ihr uns unterstützen. Dann würden wir das machen, aber einfach so ins Blaue hinaus irgendwie Aktionen machen für Leute, die gar nicht kämpfen wollen, das ist nicht unsere Intention. Okay, ich versuch's mal. Zur Durchsetzung unserer Forderung gibt es bei uns das Mittel der direkten Aktion. Das Wort haben vielleicht viele schon mal gehört, wurde halt im Anarchosyndikalismus entwickelt und bedeutet, dass man halt die Lebensverhältnisse, dass man halt Aktionen macht, nur Aktionen macht und die Lebensverhältnisse direkt verbessern. Das heißt, irgendwelche Demos oder irgendwelche Aktionen, die so Protest sind oder die einfach nur so bitten sind, dass die derzeit Regierenden irgendwie für uns das Leben doch ein bisschen schöner machen, ist nicht im Sinne des Anarchosyndikalismus. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass die FAU in der Vorbereitung zum Beispiel zu Protestaktionen gegen den G8 irgendwie so gut wie gar nicht beteiligt war, auch wenn Einzelmitglieder vielleicht hinterher auf der Demo mit Sicherheit waren, aus was für Gründen auch immer, aber halt die Vorbereitung dazu wurde irgendwie in der FAU gar nicht getragen. Und wir sind auch zum Beispiel sehr skeptisch, was die immer wieder aufkommenden Studi-Proteste irgendwie so geht, weil es doch in erster Linie da meistens darum geht, also zumindest ist es unsere Meinung, oder so nehmen wir das wahr, dass es darum geht, einfach nur zu bitten, ja bitte schafft doch die Studiengebühren für uns ab oder sowas. Und das finden wir
Das ist nicht so, das ist nicht das, was Anarcho-Syndikalismus im Grunde als Intention hat. Die zweite Gruppe, der zweite Teil des Anarcho-Syndikalismus wäre im Grunde die Schaffung der Struktur, um den Kapitalismus abzuschaffen. Im traditionellen Anarcho-Syndikalismus sah das so aus, dass sich möglichst viele Leute in den anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften organisieren sollen. Wenn das dann passiert ist, wird der Generalstreik ausgerufen und die revolutionären Massen übernehmen dann quasi den Laden. Der dritte Aspekt ist dann, wenn halt, ist ja quasi die Organisierung der neuen Gesellschaft aus den Gewerkschaftsgruppen, die dann ja quasi die quasi sich auskennen in den ökonomischen Betrieben, die wissen, was sie da machen sollen, soll dann quasi die Verteilung organisiert werden. Das heißt, aus den kämpferischen Gewerkschaftsgruppen werden dann quasi, ja, wird die Verteilung der Güter und so halt gemacht. Damit soll halt die neue Gesellschaft entstehen. Ich persönlich würde mich aber bei Punkt 2 und 3 halt ein bisschen für ein Bilderverbot und nicht ein bisschen für ein Bilderverbot sozusagen aussprechen. Wie die Revolution gemacht wird und wie sie dann aussieht, das wird sich erst in der Situation selbst entscheiden. Alles andere, wenn man das quasi vorher schon bestimmt, kann meiner Meinung nach nur im Dogmatismus enden. Weltanschauungen und auch Utopien irgendwie zu entwickeln, sind meiner Meinung nach der falsche Weg. Es geht halt in erster Linie darum, das Bestehende zu kritisieren und zu gucken, wie man die neue Gesellschaft nicht haben will, um halt dieser Gefahr des Dogmatismus zu entgehen. Die theoretische Grundlage für den Anarcho-Syndikalismus ist in erster Linie, würde ich sagen, weniger anarchistisch, als in erster Linie geprägt von der Kritik der politischen Ökonomie, die von Marx in seinem Hauptwerk Kapital entwickelt wurde. Dazu kommen natürlich anarchistische Herrschaftskritik und hat auch Teil eigener syndikalistischer Tradition, die halt von Rudolf Rocker oder Augustin Suchi entwickelt wurde. Na gut, die Kritik der politischen Ökonomie, würde ich auch sagen, sagt, dass halt die Gesellschaft in zwei Teile organisiert ist. In die einen Teil der Menschen sind die ihre Lohnarbeit verkaufen müssen und die andere sind die daraus Profit machen. An dieser Linie organisieren wir uns, also quasi an der Klassenlinie. Das sollte aber auch nicht überbewertet werden, wie es also zum Teil in der traditionellen Arbeiterbewegung passiert ist. Das heißt noch lange nicht, dass irgendwie die einen gut sind und die anderen schlecht. Erstens sind Arbeiterinnen nicht nur verblendete Idioten, also zumindest die jetzt halt irgendwie noch nicht in der FAU sind, sondern sind halt teilweise auch aus eigenem Antrieb reaktionär. Und außerdem ist der Kapitalismus ein System, was auf eigenen Gesetzen von Konkurrenz beruht. Und Arbeiter und Kapitalisten müssen sich beiden Gesetzen unterwerfen, diesen Gesetzen der Konkurrenz. Und wenn sie dies nicht tun, müssen sie zwangsläufig untergehen. Aus meiner Sicht gibt es daher nicht speziell nur böse Chefs, sondern im Grunde nur schlecht organisierte Belegschaften. Konkret sieht unsere politische Arbeit und gewerkschaftliche Arbeit derzeit so aus, dass wir versuchen, in Betrieben, in aller Art von Betrieben Fuß zu fassen und Betriebsgruppen zu gründen. In Hamburg sind wir zurzeit in zwei Betriebsgruppen organisiert und daraus dann mögliche Kämpfe für bessere Lebensbedingungen unserer Mitglieder zu ermöglichen. Einer unserer großen Erfolge, wenn ich das mal so sagen darf, war letztes Jahr die Strikebike-Aktion, davon habt ihr vielleicht was gehört. Da wurde in einer Belegschaft in Nordhausen, war halt mit Werksschließung bedroht, daraufhin hat sie eigenständig den Betrieb besetzt und in der Zusammenarbeit mit der FAU wurde es dann geschafft, 1800 Fahrräder, die sogenannten Strikebikes, zu produzieren in Selbstverwaltung und das hat bundesweit für Furore gesorgt. Des Weiteren sieht unsere politische Arbeit halt in Info- und Kulturveranstaltungen aus. Also hier in Hamburg betreiben wir zum Beispiel auch das Zentrum Schwarze Katze mit eigener Bibliothek. Zum organisatorischen Aufbau. Die FAU ist ist wahrscheinlich für die meisten anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften so, ist halt aufgebaut in lokale, regionale, bundesweite und internationale Föderationen. Dabei ist aber das Wichtigste, dass jede Einheit entscheidet selber darüber, was sie tut. Es gibt halt keine Hierarchie von oben, die halt sagt, du darfst das nicht machen und das nicht machen, sondern jede Gruppe ist halt autonom. Das Beste, also im Idealfall sind halt in verschiedenen Städten halt verschiedene Branchenorganisationen zu einer Lokalföderation zusammengeschlossen.
Die treffen sich dann bundesweit, also treffen sich dann in Regionalföderationen, also zurzeit gibt es 4, Norden, Süden, Osten, Westen. Das muss aber nicht so straight sein, das könnte man noch unterteilen. Und diese, und jährlich findet der bundesweite Kongress statt, in dem die ganze FAU quasi mit Delegierten zusammentritt, mit Delegierten aus den lokalen Föderationen. Dass, ja, dass wir international auch noch zusammengeschlossen sind mit der IAA, schon erzählt. Wir haben keine bezahlten Funktionäre. Bezahlt wäre sogar vielleicht gar nicht so kritisch, weil irgendwann, wenn halt viel Arbeit aus dem Umlauf fällt, ist es vielleicht nicht mehr anders machbar. Wichtig ist aber, dass wir auf jeden Fall keine weisungsgebundenen Funktionäre haben. Also alles ist einmal im Jahr, habe ich ja schon gesagt, gibt es den Kongress. Und da wird die sogenannte GECO gewählt. Das sind meistens, es gibt 3 verschiedene Sekretariate. Zusammenarbeit mit internationalen, also mit unserer internationalen Schwesterorganisation ist eins. Dann ist das andere Organisationssekretariat, was so den Mitgliederrundbrief erstellt. Und dann gibt es auch noch das, ja, die Kasse. Also wir haben halt auch, die FAU verfügt natürlich über Geld. Die haben aber keine Entscheidung. Diese Entscheidungen müssen, also wenn es Entscheidungen gibt, müssen nochmal Delegiertentreffen stattfinden. Wie gesagt, jede Einheit entscheidet für sich selbst. Unser Vorteil unserer Organisation, meiner Meinung nach, sind im Gegensatz zu nicht anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, dass die Basis entscheidet, wann sie kämpft, wofür sie kämpft und vor allen Dingen, wann sie den Kampf beendet. Hat schon oft genug in der Geschichte gegeben, dass irgendwie die IG Metall oder so, dass sie das, das Leute, also gerade haben wir so einen Fall bei einer Firma, in der wir organisiert sind, dass halt quasi die Belegschaft mit der Firmenleitung was ausgehandelt hat, womit beide zufrieden sind und die IG Metall war damit nicht zufrieden, hat gesagt, nö, machen wir nicht. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns entscheidet jeder, also bei uns entscheiden die Leute, die kämpfen, selber dafür, wann sie ihren Kampf beenden und was, wann sie, wofür sie kämpfen. Gegenüber zu anarchistischen Gruppen finden wir, oder ich, unsere Vorteile, dass wir eine langfristige Organisation haben, die nicht an einzelnen Biografien in autonomen Gruppen hängen bleibt. Wir haben eine verbindlichere Organisation und sind, das kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen, weniger subkulturell, bilden halt quasi mehr eine Öffentlichkeit für Leute, die nicht aus der anarchistischen Szene kommen, sondern die halt irgendwie glauben, dass man auch mit sich, also dass halt irgendwie auch eine andere Gewerkschaftsarbeit möglich ist und sich dann vielleicht mit uns zusammenschließen. Durch unsere etwas verbindlichere Organisation ist es halt möglich, Kämpfe schneller zu organisieren, auch in verschiedenen Städten Protestaktionen schneller vom Stapel laufen zu lassen und alles sowas. Ja. Okay. Und damit würde ich meinen Teil, mein Input-Referat jetzt mal beenden. Ja, ich will den aufständischen Anarchismus vorstellen. Vielleicht kurz als grobe Begriffserklärung aufständischer Anarchismus, den Aufstand als Taktik oder auch das Konzept des Angriffs, um es ein bisschen aufzudröseln und um auch irgendwie so einen kurzen Einstieg zu geben, dass es nichts irgendwie, was gestern irgendwo aus der Tasche gefallen ist, sondern Aufstand war dem Anarchismus oder den Anarchisten schon immer ziemlich nah und wurde dann im Prinzip relativ bald auch als Taktik und Ideologie ausgearbeitet von einigen Anarchistinnen und Anarchisten. Das hat dann so ausgesehen, dass irgendwann in den 1860ern, 70ern die ersten anarchistischen Banden und Gruppen angefangen haben, einfach sich zu überlegen, dass man Aufstände ja auch einfach initiieren könnte und haben dann zum Beispiel in Italien, Frankreich und in anderen Ländern, zum Beispiel in Bologna oder Lyon oder so, mit verschiedenen Gruppen oder Banden Städte besetzt. Zum Beispiel, die Steuerregister niedergebrannt und erklärt, dass die Stadt ab jetzt nicht mehr staatlich regiert ist und dann darauf gesetzt, je nachdem wie die sozialen Gegebenheiten waren, dadurch den Ausstand hervorzurufen und die Situation zu nutzen oder sich halt ziemlich blutig niederschlagen zu lassen. Und das nur mal so, um zu erklären, dass das Ganze schon ein bisschen älter ist. Und das hat sich ziemlich weiterentwickelt in verschiedene Richtungen. Viele sich damals als aufständische Anarchisten, definierende Leute, haben sich dafür entschieden, in die Legalität zu gehen und halt als organisierte
Banden oder Gruppen aus dem Untergrund oder clandestin, tja, den Staat anzugreifen. Ja, viele haben sich aber wiederum auch einfach ja, in andere Bewegungen unterwandert und haben von da aus weitergekämpft. Und ja, ich will euch einfach den aktuellen aufständischen Anarchismus so ein bisschen als aufständischer Anarchist versuchen nahezubringen. Also das Konzept als Aufstand zu nutzen, ist halt so gedacht, dass unsere Kämpfe als Anarchisten in soziale Unruhen, Spannungen und praktisch gesehen in jeder Situation eingebettet werden kann. Also wir sehen es halt so, oder ich sehe es so, dass im Prinzip jede soziale Situation eine potenziell aufständische werden kann. Und aufständische Praxis bedeutet dann halt revolutionäre Aktivitäten, die Initiative ergreifen und nicht darauf warten, dass potenzielle Dinge passieren oder sich irgendwie mit einem Aufbauprozess oder irgendeiner Organisierung abhandeln, sondern einfach konkret angreifen. Und wir brauchen keine Organisierung aufzubauen, um sie erst wachsen zu lassen und mehr zu werden, bevor wir agieren. Also die Devise ist dann im Angriff und im Handeln zu lernen und dadurch quasi das Handeln zu verbessern, und warten und aufbauen wird nur warten lernen. Und das ist auch ein bisschen die Initiative des Ganzen. Um so ein bisschen die Utopie, die Aussicht davon aufzuzeigen, ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass aufständische Anarchisten eigentlich schon immer autonom gehandelt haben und autonom organisiert waren und die Aussicht auch nicht darin stand, auf irgendeine große Revolution zu warten oder irgendwo die revolutionären Massen abzuholen oder sowas, sondern im Prinzip die ständige Konfrontation zu suchen und eine ständige konfrontative Haltung einzunehmen, um diese Eskalation zu nutzen, um soziale Verhältnisse oder Verhältnisse zum Stagnieren zu bringen und dadurch einzugreifen und eine andere Perspektive oder andere Möglichkeit zu schaffen und den Staat auch einfach zu versuchen, so ein bisschen in die Defensive zu bringen. Und das Ziel ist dann sozusagen nicht die große Revolution, die irgendwann folgen wird, sondern das Ziel ist der Kollaps. Und den brauche ich nicht irgendwie in hunderten von Jahren herbeizusehen, sondern den versuche ich irgendwie heute und morgen aufs Neue wieder zu erlangen. Und was die Organisierung angeht, sehen wir als aufständische Anarchisten ganz klar unsere Lösung in der informellen Organisation, das heißt in autonomen Gruppen, die kleinstmögliche Stufe von Organisierung einnehmen, um sich halt die Kraft und die Fähigkeiten der Einzelnen zu sparen und eine maximale Handlungsfähigkeit und Stärke zu nutzen. Das heißt, um mal so ein praktisches Beispiel zu nennen, was wir ganz klar kritisch sehen, ist halt zu viel Energie oder der Organisierung die Aufmerksamkeit und Energie zuzuwenden. Also seien es große Aufbauprojekte nach innen oder auch, um es irgendwie ein bisschen kleiner zu sehen, die Erhaltung von so Infrastrukturen nach innen, die einfach unglaublich viel Energie fressen und unserer Meinung nach im Prinzip die Menschen davon abhalten, einfach das zu tun, was ihre Intention ist, nämlich zu kämpfen und sich dem Umsturz zu widmen, dem Aufstand. Und praktisch kann das heißen, dass wir einfach in kleinen, wechselnden Bezugsgruppen organisiert sind, die halt natürlich als Grundsatz haben müssen, eine hohe Affinität zueinander zu haben, soziales Vertrauen und auch irgendwie der gemeinsame Ausbau und Aufbau von so Gedanken ist da natürlich total essentiell, aber diese Gruppen halt nicht irgendwie zu fixieren und damit irgendwas Großes herzurichten, sondern einfach sich zusammenzufinden für spezifische Projekte, einfach diese Gruppen wachsen und
ja, kleiner werden zu lassen, wie es halt gerade nötig ist für die spezifischen Kämpfe und so einfach zu agieren und anzugreifen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt oder irgendwie die Zeit dran ist, damit was zu machen. Und die informelle Organisation, also organisiert sein in autonomen Kleingruppen, ist halt auch die Reaktion auf eine ziemlich ausgeprägte Kritik an fester Organisierung, dem Organisator und auch an der Organisation. Das heißt, die Kritikpunkte liegen da zum Beispiel darin, neben diesem Aspekt des Aufbauprozesses und des Aufbauens von Strukturen, auch darin, dass halt solche festen Strukturen dazu neigen, noch eher Meinungsfestigen, also kollektive Meinungen hervorzurufen und halt unfreiheitliche Strukturen entstehen lassen. Also noch mehr Hierarchien zum Beispiel werden so noch mehr bedingt als sowieso schon zwischen Menschen. Also es ist einfach was überall entsteht und präsent ist, und da irgendwie kontinuierlich dran zu arbeiten, da sehen wir es halt so, dass eine feste Organisierung oder ein Aufbau einer Organisation nicht gerade positiv dazu beiträgt, dass Menschen halt Rollen einnehmen, die wir in unseren Strukturen überhaupt nicht brauchen, um zu agieren. Und dann ist ganz klar der Punkt, dass eine feste Organisierung oder eine Organisation auch in Bewegungen oder Strömungen einfach die Position einer Institution über bestimmte Themenfelder einnimmt. Also das ist auch eine ganz klare Kritik, also dass eine feste, existierende, immer wieder auftretende Organisation auch ganz klar schnell sich zu einer Institution über bestimmte Themenfelder entwickelt, was einfach nicht nötig ist und so einer Bewegung oder auch einem bestimmten Ziel nichts Positives beiträgt, sondern einfach die Gruppe angreifbar für Staat- und Repressionsorgane macht. Und ich meine, das müssen wir halt nicht unbedingt begünstigen, sondern uns einfach eher noch unsichtbarer machen, um so besser agieren zu können und halt nicht irgendwie den immer weiter wachsenden Antiterror-Zeitalter und Polizeistaat zuzuspielen, sondern einfach mal schneller sein als Staat und Helfer. Und die Kritik an Organisator und Organisation ist natürlich ganz klar praktisch gesehen jetzt eine an linken Organisationen. Wenn man jetzt die autonome Bewegung jetzt in Deutschland betrachtet, ist es natürlich so, dass die Autonomen sowieso viel aus Italien und aus anderen Ländern übernommen haben, wo halt irgendwie verschiedenste Organisierungskonzepte schon durchgespielt wurden. Das heißt, hier das Konzept von Kleingruppen und Bezugsgruppen ja schon oft praktiziert. Aber es geht auch ganz explizit darum, die Bildung von festen Gruppen zu kritisieren. Nicht aus dem Hintergrund jeglicher Struktur fein zu sein, sondern eher unter dem Hintergrund zu sagen, dass alle Zeit, die wir in solche internen Sachen stecken und uns da die Illusion machen, mit so einem Aufbau irgendwas zu begünstigen später, dass uns das einfach die Zeit raubt, die wir schon nutzen könnten, um einfach schon lange dabei zu sein, nämlich den Staat praktisch zu zerlegen und die Eskalation beizuführen. Und das ist so ein bisschen ganz grob die Organisation oder Organisierung angeschnitten. Und wie sich irgendwie verschiedene aufständische Projekte oder Anarchisten bewegen, kann halt, können die verschiedensten Felder und auch die verschiedensten Momente sein. Also es gibt viele aufständische Projekte, die einfach in quasi offenen Kollektiven und Projekten organisiert sind. Es gibt davon auch in Europa und gerade auch auf anderen Kontinenten so einige, die sich für diesen Weg entschieden haben.
die Arbeitsfrage und die Sozialfrage ist da ziemlich aufs Hier und Jetzt bezogen. Also um jetzt mal zur FAU überzugehen, also von Arbeiten haben aufständische Anarchisten eigentlich noch nie was gehalten und haben das eigentlich eher immer mit der Pistole in der Bank geklärt. Und das ist natürlich jetzt zeitlich gesehen, und das wissen natürlich auch die meisten aufständischen Anarchisten, nicht der Pauschalfall, dass jetzt jede Anarchistin oder jeder Anarchist sich das Geld, was für die Kämpfe nötig ist, in der Bank nebenan holen kann. Aber um mal konkrete Beispiele zu nennen, also Aufständische im etwas weiteren Süden Europas, nehmen wir Italien, Spanien oder Griechenland, machen das schon ganz gerne auch noch. Und dass die Organisierung, was Arbeit angeht, einfach kein Thema ist, ist auch wieder auf den Gedanken zurückzuführen, dass das gesagt wird, wir wollen einfach in dieser Gesellschaft, wir wollen diesen Verhältnissen keinen Moment zuspielen, sondern wir wollen einfach hier und jetzt und heute und jeden Tag wieder dem Kollaps dieses Systems und dieser Verhältnisse, auch unter denen natürlich auch Genossinnen arbeiten müssen und sowas, den einfach jeden Tag zu setzen. Da irgendwie so historische Hintergründe noch zu nennen, das waren nicht unbedingt und auch nicht in den wenigsten Fällen, aber in einigen Fällen eigentlich nur Anarchistinnen und Anarchisten aus sozialen Bewegungen. Oft waren das auch einfach Aufständische, die sich klar als Staatsfeinde definiert haben und sich dadurch eher sozialen Themen dann später zugewandt haben oder in sozialen Bewegungen agiert haben, können aber auch einfach gerade in der früheren Zeit illegale Gruppen gewesen sein, die sich halt als Anarchisten definiert haben und so unterwegs gewesen sind. In Europa gibt es jetzt, um auf jetzt zurückzukommen, relativ große Netzwerke von verschiedenen aufständischen Projekten, sei es irgendwie Kollektive wie 325, so ein englisches Kollektiv, was halt so internationale anarchistische Kämpfe versucht irgendwie zu dokumentieren und zusammenzufassen und auch einen Austausch beizubringen, so wie halt irgendwie viele aufständische Gruppen, die sich halt auch an Geschichten wie Unruhen in Frankreich, dem Aufstand in Griechenland und Kämpfen in Südamerika beteiligt haben. Und ich glaube, das war es erstmal mit meiner Kurzgeschichte. Wir haben da einfach, glaube ich, das nicht so fest vorgelegt oder so. Also nur Verständnisfragen vielleicht, ne? Also wir machen danach eine große Fragerunde. Also. Okay, dann mache ich das letzte Impulsreferat. Ich bin der Gabriel Kuhn. Ich bin eingeladen worden, um zum Individualanarchismus zu sprechen, weil ich mich recht viel mit dem Anarchismus in den USA auseinandergesetzt habe, wo ich auch länger gelebt habe und dort in der Bewegung aktiv war. Erstens ist so die Tradition des klassischen Individualanarchismus sehr stark mit den USA verbunden. Und im Rahmen des zeitgenössischen Anarchismus in den USA gibt es verschiedene Gruppen, die oft dem Individualanarchismus zugerechnet werden, wenn man sie an so einer klassisch-historischen Unterteilung zwischen Individualanarchismus und Sozialanarchismus orientiert. Wobei viele dieser Gruppen oder eigentlich fast alle mittlerweile sich selbst nicht als individualanarchistisch bezeichnen würden. Dazu sage ich jetzt gleich noch was. Ich habe jetzt kurzfristig mein Programm hier etwas umgestellt und werde jetzt etwas improvisieren. Der Grund ist der, dass ich mich selber nicht als Individualanarchist verstehe. Ich will aber jetzt gleichzeitig da nicht Spielverderber sein, wenn es da um eine kontroverse Diskussion geht. Das heißt, ich werde jetzt da keine so eine neutrale Darstellung der Geschichte des Individualanarchismus machen, wie ich es ursprünglich vorgehabt habe, sondern gewissermaßen Position beziehen. Dazu muss ich allerdings ein bisschen schummeln. Ich werde Position beziehen für eine Gruppe,
die in diesen zeitgenössischen Diskussionen oft so als Paradebeispiel für eine individualanarchistisch orientierte Gruppe genommen wird, nämlich das Crimethink-Kollektiv. Das Schummeln hat damit zu tun, dass die Crimethink selbst nicht als individualanarchistische Gruppe verstehen wird. Ich würde es in dem Zusammenhang, möchte es auch hier nochmal ganz klar darstellen, also klarstellen, dass ich das auch nicht so sehen will. Und ich hoffe, dass das auch nie irgendwie so bis zu Crimethink vordringt, dass ich das je behauptet hätte. Also da stehen Freundschaften auf dem Spiel. Warum ich für Crimethink Position beziehe, also ich habe da auch kritische Positionen oder Verhältnis dazu, aber im Großen und Ganzen habe ich großen Respekt für das Projekt, kenne Leute, habe mit denen zusammengearbeitet und fühle mich dadurch sozusagen, ist für mich okay, diese Verteidigungsrolle da in dem Rahmen der Diskussion einzunehmen, was ich für den klassischen Individualanarchismus nicht machen könnte, beziehungsweise auch nicht für Gruppen, die in der Tradition des klassischen Individualanarchismus stehen und da heute noch aktiv sind. Ich sollte in dem Zusammenhang vielleicht erwähnen, dass es in Deutschland eine Zeitschrift gibt mit dem Titel Espero, die sich wahrscheinlich auch als bundesweite anarchistische Zeitschrift verstehen würde. Weil, glaub, bitte? Bitte? Espero, ich hoffe. Um das noch zu ergänzen zur direkten Aktion und zur Graswurzelrevolution. Was ich mir jetzt gedacht habe, was ich eben jetzt einfach machen werde, ist, dass ich so ganz kurz skizzieren werde, wofür Crimethink steht. Ich werde dann versuchen, in dem Zusammenhang einfach so als Informationsinhalt die Parallelen aufzuzeigen, die es gibt zwischen Crimethink-Positionen und Positionen des klassischen Individualanarchismus und dann aber auch bestimmte Differenzen aufzeigen. Wenn ich von klassischem Individualanarchismus spreche, wie gesagt, ich mache das jetzt nur ganz kurz, damit meine ich diejenigen Anarchisten, und es waren tatsächlich praktisch ausschließlich Männer, die sich ja selbst als Individualanarchisten bezeichnet haben. Der Zeitraum, in dem diese Männer hauptsächlich aktiv waren, war etwa 1880 bis 1920. Die Namen, die da im Zentrum stehen, sind Benjamin Tucker aus den USA, John Henry Mackay oder dann eingedeutscht oft Mackay, in Deutschland, schottischer Abstammung, Emile Armand in Frankreich könnte man da noch dazu erwähnen. In dem Zusammenhang, es ist wirklich schwierig, glaube ich, auch allgemein was zu Individualanarchismus zu machen, weil sehr viele Leute oft als Individualanarchisten bezeichnet worden sind, die sie selber nie so bezeichnet haben. Also es ist wirklich so, also die Selbstbezeichnung ist wirklich so auf diese Gruppe, Tucker, Mackay und ein paar andere reduziert. Also selbst so Leute wie Max Stirner, der oft so als klassischer Individualanarchist bezeichnet wird, hat die Bezeichnung für sich selber nicht verwendet. Auch andere Leute, Henry David Thoreau oder die da immer wieder auftauchen, auch nicht. Es ist auch schwierig, den Anarchokapitalismus als Individualanarchismus zu bezeichnen, weil das immer wieder passiert. Also das ist sozusagen ein allgemeines Problem mit dem Individualanarchismus. In diesem Zusammenhang jetzt auch eben diese Vorstellung von Crimethink, obwohl sie sich selber nicht als solche bezeichnen. Crimethink-Positionen. Also ein wesentlicher Punkt ist, dass die Änderung, also auch die gesellschaftliche Änderung, halt beim Individuum beginnt, beziehungsweise dass die individuelle Änderung oder dass gesellschaftliche Änderung nicht von individueller Änderung abgekoppelt werden kann. Das ist auch ein Thema des klassischen Individualanarchismus, so dass, was so historisch oft als Lebensreform bezeichnet worden ist, einen wesentlichen Teil politischer Aktivität ausmacht. Also Sachen wie Betonung, Umgang mit eigener Sexualität, in Vorstellung klassischer Sexualitätsformen, Experimente mit neuen ist da ein wesentlicher Teil. Ernährungsverhalten, also zum Beispiel Veganismus, ja, in Crimethink-Zusammenhängen sehr stark diskutiert worden, einen klassischen Individualanarchismus, also Vegetarismus erfolge, spirituelle Fragen zum Teil, sehr starkes künstlerisches, kulturelles Element, das auch bei Crimethink sehr stark im Vordergrund steht, also gibt es ganz starke Verbindungen halt zur Punk-Szene. Und dann halt auch so quasi situationistische, wenn man so will, Interventionen, also so Interventionen im Alltagsleben,
keine Ahnung, dass irgendwie halt der Verkehr umgeleitet wird durch irgendwelche gefälschten Dörfer und es wird halt als politische Aktion betrachtet, weil es halt so diese alltägliche Ordnung halt sabotiert. Damit in Zusammenhang stehen auch, wird auch sozusagen sehr stark politisiert unser alltägliches Verhalten beziehungsweise der alltägliche soziale Umgang mit Leuten, mit denen wir zu tun haben. Also so ein klassisches Crime-Think-Beispiel ist auch wieder, dass eigentlich, wenn man sich so eine anarchistische Gesellschaft vorstellt, dann kann man sich anschauen, wie wir uns oft in unserer Familie bewegen oder in Freundeskreisen und wie da unser Leben ausschaut und dass das sehr oft halt auf so solidarischem Verhalten basiert und dass das quasi so ein Kernmodell für eine anarchistische Gesellschaft sein könnte und das halt gelten würde, so diesen Prinzipien, denen wir in diesen Kreisen halt folgen, in unserem sozialen Umgang, dass wir die halt gesellschaftlich ausdehnen. Was Organisation betrifft, gibt es halt eine starke Organisationsskepsis. Das ist auch immer noch sozusagen parallel zum klassischen Individualanarchismus. Die Grundlage von Organisationsideen ist halt da das Prinzip der freien Assoziation. Also Individuen verbinden sich halt mit anderen, wenn sie halt Lust dazu haben oder sie davon was versprechen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so doll hinhaut oder sie sich in diesen Gruppen nicht mehr wohlfühlen, dann trennen sie sich halt wieder davon. Wobei, also wie groß diese Organisationsformen dann wären, das ist eigentlich relativ offen gelassen oder so. Also es ist durchaus so in Crime-Think-Zusammenhängen, zum Beispiel, dass es da schon Ideen gibt, also große Föderationen irgendwie in Nordamerika zum Teil aufzuziehen. Das ist jetzt nicht unbedingt, der Widerspruch zu Crime-Think-Prinzipien, nur dass das halt sozusagen offen sein muss und das Einzelne, dass man halt da nichts unterschreiben muss, Mitgliedschaft oder da dann offiziell ein- oder austritt oder so, das wäre problematisch. Wichtiger Aspekt ist also das, was im deutschsprachigen Raum halt so als Freiraumpolitik bezeichnet werden würde. Also, was weiß ich, besetzte Häuser, autonome Zentren, wobei es da auch immer noch starke Anknüpfungspunkte an klassischen Individualanarchismus gibt, weil dort halt auch auf diesem Prinzip der freien Assoziation beruhend halt Kommunenbewegung sehr stark war, vor allen Dingen halt auch in den USA. Wichtig ist auch wiederum immer nur Parallele zum klassischen Individualanarchismus, dass die soziale Frage sozusagen nicht im Mittelpunkt der politischen oder revolutionären Tätigkeit steht, beziehungsweise die Idee der gesellschaftlichen Umwälzung nicht über die soziale Frage oder ökonomische Widersprüche definiert wird. Also solche Begriffe wie Klassenkampf oder Proletariat, die halt in vielen Teilen der anarchistischen Bewegung historisch ganz zentral waren, spielen eigentlich bei Crime Think keine wirklich wichtige Rolle und das war im klassischen Individualanarchismus so. Wobei es, was so diese wirtschaftlichen Ansätze, da kommen wir jetzt nur dazu, zwischen klassischem Individualanarchismus und Crime Think betrifft, da gibt es also dann Unterschiede. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch nur, dass so diese Vorstellung einer großen Revolution ist auch keine Vorstellung, also weder die im Zentrum steht, weder bei Crime Think noch im klassischen Individualanarchismus. Es geht halt sehr viel so um eben diesen alltäglichen Wandel, die Änderung halt seines eigenen Verhaltens, das Schaffen von Freiräumen und so gewissermaßen halt auch eine alltägliche Revolution, wenn man will, mit der man halt den Staat und den Kapitalismus quasi aushöhlt, anstatt ihn in einem so einen großen Umsturz zu machen. Unterschiede zwischen diesen Crime-Think-Positionen und klassischem Individualanarchismus liegen ganz klar in der Frage des Pazifismus. Also klassischer Individualanarchismus war streng pazifistisch orientiert. Das ist Crime-Think keinesfalls. Also alle, die irgendwann einmal in Crime-Think-Publikationen reingeschaut haben, werden das allein an dem Bildmaterial schnell erkennen, dass das keine pazifistische Bewegung ist. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass Crime Think
recht stark eingebunden ist in das, was man so allgemein als Aktivismus bezeichnet. Also die Leute gehen schon viel auf Demos und unterstützen das auch und helfen da sehr stark zum Teil in Vorbereitungen mit. Im klassischen Individualanarchismus war es tatsächlich so, dass der Rückzug so aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen recht stark war. Also wenn man sich so gerade diesen Zeitraum 1880 bis 1920 anschaut, also Leute wie Benjamin Tucker waren überhaupt nicht verbunden mit den sozialen Kämpfen in den Staaten, ähnlich mit John Henry Mackay, also da hat es kaum Berührungspunkte gegeben mit den sozialen Kämpfen, die in Deutschland zu der Zeit stattgefunden haben. Ein Unterschied, das habe ich schon genannt, liegt da noch im ökonomischen Zugang, also etwas, oder den Alternativen zum Kapitalismus, wenn man so will. Etwas, das vielleicht das stärkste Vermächtnis so des klassischen Individualanarchismus ist, ist, dass im klassischen Individualanarchismus so der Mutualismus als ökonomische Theorie halt stark im Zentrum gestanden ist. Also ganz einfach gesagt, die Idee, dass gerechte Ökonomie auf der Basis einer gerechten Entlohnung und eines gerechten Tausches basiert. Dadurch haben sie dann das, was heute oft so als Schwundgeld oder Freigeld bekannt ist oder so Tauschpreise, also viele dieser Konzepte, die bis heute sehr stark so in alternativen Bewegungen vertreten werden oder mit denen experimentiert wird, haben ihre Ursprünge so, da haben einen starken Bezug zum klassischen Individualanarchismus. Bei Crimethink ist es dann eher so, dass fast so eine ökonomische Verweigerungshaltung, also alternative ökonomische Modelle ersetzt. Also es geht ja da sehr viel um Konsumkritik, um sich entziehen halt überhaupt so dieses kapitalistischen Systems, zum Teil also illegalistische Tendenzen halt, Ladendiebstahl und so weiter, Containern, dann schon also tausch-schenk-ökonomische Dimensionen. Damit wird ich jetzt diesen kurzen Abriss sein lassen und ich denke, es wird sich dann in der Diskussion schon ergeben, woran die Leute noch mehr Interesse haben. Danke. Ich bin geneigt zu sagen, also nein, aus dem Grund, weil der Post-Anarchismus oder poststrukturalistische Anarchismus für mich halt eine sehr theoretische Bewegung ist oder so. Wobei es schon so ist, dass das, was so bekannt ist als Post-Anarchismus oder poststrukturalistischer Anarchismus, sehr viele, so sage ich jetzt, Crimethink-Beispiele verwenden wird, um die eigene Theorie irgendwie zu stärken. Also insofern gibt es da Berührungspunkte. Aber ist jetzt Crimethink oder so davon beeinflusst? Nein. Also, ja, so würde ich sagen. Wobei, das mit diesem Postanarchismus ist nochmal schwierig, weil das, was in Deutschland als Postanarchismus bekannt ist, zum Teil was sehr anderes ist, als das, was im englischsprachigen Raum als Postanarchismus bekannt ist. Aber ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen. I have like a group critic questions to Anarchismus and to Anarchismus. I think that working class in the first world countries now integrated to capitalist system and the direct action in the direct action of anarchist in first world countries is just more effective way to get more money from the bosses. But it's loose, it's an anarchist spirit,
if you can say like this. In the first world countries, not so big industry like in third world countries, and all the anarcho-syndicalist unions or something like this is just more effective working unions because it's much more easy, much more effective way to get more money from the bosses, but not to destroy this capitalist system. And in the third world countries where the problems of the workers will be class much more higher and much less social guarantees, there are no more some working unions movements or some syndicalist movements. And I want to ask about the maximalism, why these people don't make the, why anarcho-syndicalists don't go to the third world countries and don't make the good working union in the third world countries. Because third world countries produce like 90% of all which is used in Europe. And if will be general strike, will be in third world countries, which are producing tables, these chairs, and all this stuff which we see here. All Europe will be just produced chocolates, bicycles, and clothes, and so on. So nothing more, in, I think, and in the first world countries. And why syndicalists don't make the good revolution movement in third world countries? And about anarcho-individualism, it's all cool theories of anarcho-individualism, but for middle-class people. Because it will be very funny if you come to the child from third world country who has two authorities, died from hunger, working on the factory, and go, hey, revolution begin from you. You must exchange yourself, and after if you don't do the exchange. Of course, if you are a middle-class person who have choice, be anarchist and defense squad or be manager and work in bank, of course, you can become from yourself, you can read in books and other stuff. But if you don't know how to read and how to write, this is not your solution. And you can't begin a revolution from yourself if you can't read, for example, or not write. So it's just a philosophy of the middle class people who are just, oh, okay, today you get an anarcho-syndicalist, but tomorrow I will get an abolitionist. It's fine too. I want to have answers. Kurzer technischer Punkt, wie wollen wir das machen mit der Übersetzung? Kannst du übersetzen? Und die anderen hier, haben die das alle verstehen können? So? Nee. Kann das jemand noch kurz zusammenfassen? Ich kann das nicht. Ja, warum wurde die meisten verstanden? Ja, sein Kritikpunkt ist auch, dass er, wie gesagt, dass man da. Also wenn Sie die Töne von Anarchistenkalisten also auch nicht sehr also in der dritten Weltländern da so kritisieren kann, also das auch nicht möglich ist, also anscheinend. Beziehungsweise seine auch die Frage ist, warum macht man dann, versucht man da nicht die Struktur, also die Syndikate da aufzubauen, beziehungsweise warum fördern wir das mit den Syndikaten von der G20, sage ich mal jetzt. Ja, und objektiv war an der individuellen Aktivismus, wie wir das schon sagte, also man kann auch nicht sein Kind sehen, der was weiß ich, von Indien in einer Fabrik oder irgendwo vor Steine aufbauen und sagen, pass auf, jetzt lass du was für Möglichkeit oder ich kann nicht aufhören über Anarchismus und kein Alter Leben, beziehungsweise Leben halt die. Die gerne hier ausgehen, beziehungsweise man kann auch doch nicht das also auf die ernste Länder, also diese Ideologie, ja, die Kurven ausgehen. Das ist ein Phänomen, also ja, der Mittelklasse ist auch. Also, wer meint eigentlich, dass also die Theorie von Anarchie, also praktiziert, weil es nur in Griechenland, also in Hierarchie, ja, hier, also in Europa, vielleicht bei allgemeinen Studien. Ja, also das ist Kritik, das ist mehr Kritik als eine Frage.
Also zum Anarchosyndikalismus kann ich sagen, dass einerseits das Grundprinzip des Anarchosyndikalismus ist, immer im Hier und Jetzt für sich selbst zu kämpfen. Und darum kämpfen wir natürlich in erster Linie hier in Europa und hier in Deutschland und hier in Hamburg dafür, dass es mir selber besser geht. Andererseits sind wir aber in der FAU, in der IAA organisiert, die dafür da ist, gezielt auch in Ländern also Organisationen zu unterstützen oder zumindest Gruppen zu unterstützen, die halt versuchen, da anarcho-syndikalistische Bewegungen aufzubauen. Die FAU war sehr stark daran interessiert, in Osteuropa zum Beispiel, da hat es viel Kontakte gegeben, dass in Osteuropa halt anarcho-syndikalistische Gewerkschaften entstehen und mit denen halt die halt zu unterstützen, die zu supporten. Und ja, wie gesagt, aber das ist natürlich schön, wenn es das gibt, wenn es in anderen ist. Ich meine, die Geschichte des Anarcho-Syndikalismus ist natürlich eine sehr in erster Linie europäische, aber zum Beispiel die Fora in Italien war eine der größten anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften, in Argentinien war eine der größten anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften in der Geschichte des Anarcho-Syndikalismus. Und auch in anderen Trikont-Ländern gibt es Beispiele, es gibt zum Beispiel letztens Kontakt, da war man sich halt nicht so sicher, ob es wirklich eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft ist, aber das war irgendwie in Pakistan, wo irgendwie eine richtig große, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr genau, aber irgendwie 100.000 Leute in der Basisgewerkschaft waren, wo es dann Kontakt mit der IAA gab, die halt dann unterstützt werden sollten und so. Also das gibt's auch. Also es ist halt nicht so, dass wir einfach hier sitzen und denken, ja, der Rest der Welt kann verrecken, aber Hauptsache uns geht's gut. Aber dass es uns gut geht, ist schon ein wichtiger Aspekt. Ich fange jetzt einfach an, oder? Auf die zweite Frage nur zu antworten. Also ich persönlich stimme der Kritik hundertprozentig zu. Wie ich eingangs schon gesagt habe, also es gibt da für mich, ich bin überhaupt kein so hundertprozentiger Quanting-Verteidiger und es gibt da kritische Punkte, das ist ein ganz klarer kritischer Punkt, dem ich ja zustimme. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich glaube, ich da innerhalb des Quanting-Kollektivs in den letzten 10 Jahren die Positionen auch verändert haben. Also diese Kritik, dass das so Mittelklasse, erste Welt zentrierte Vorstellungen sind, ist ja mehrfach formuliert worden. Ich glaube, dass da von einigen Leuten im Kollektiv auch darauf reagiert worden ist, dass die Leute das auch verstanden haben. Ich glaube, so die gängige Antwort mittlerweile wäre, dass das stimmt, dass es dort unter solchen Verhältnissen auch anderer politischer Widerstandsmittel und Methoden bedarf. Das gilt auch zum Teil für also Erstweltländer, also Leute, die, keine Ahnung, 50 Jahre alt sind und Familien zu ernähren haben, die können jetzt da nicht irgendwie ihren Job sausen lassen und dann durch die Staaten Autos stoppen und Containern gehen oder so, sondern da bedarf es halt auch anderer politischer Widerstandsmittel. Allerdings bedeutet das halt nicht, dass diese Zugänge, die Crime-Think-Aktivistinnen selber haben, aus der Position heraus, aus der sie befinden, politisch wertlos wären. Also die kurze Antwort wäre halt, dass man halt jeweils auf die spezifische Situation achten muss, in der man sich selbst als Einzelner oder Einzelne befindet und daraus halt dann die effektivsten politischen Widerstandsmittel halt findet. Also Crime-Think-Antwort wäre halt sozusagen, nur wenn du halt Mittelklasse bist und du es dir leisten kannst, nicht zu arbeiten und trotzdem irgendwie über die Runden kommst, dann kannst du dir halt so viel freie Zeit schaffen, dass du politisch tätig sein kannst, was unter anderem beinhaltet, dass du die solidarisch denjenigen gegenüber verhalten kannst, die sich halt vereinfacht gesagt nicht um sich selber kümmern können, sondern halt Fabrikskämpfe auszustehen haben oder so. Jetzt warst du dran. Für was in einem anderen Thema, also zu aufwendigen, also wenn ihr... Ja, klar. Okay. Aber ich wollte eigentlich erst fragen, und zwar, du hast jetzt davon gesprochen, dass es eben halt darum geht, irgendwie einen Aufstand zu machen, aber nicht, also zumindest habe ich das dann jetzt gehört, warum du überhaupt einen Aufstand machst. Also wo, welchen Zweck soll der Aufstand im Endeffekt haben? Und ja, also aus welcher Notwendigkeit oder aus welcher Intention heraus soll ein Aufstand entstehen? Das ist mir jetzt also ist nicht so gut rübergekommen, das ist jetzt irgendwie... Ja, okay. Aufständische Anarchisten haben zum Teil ganz traditionell anarchistische Ansichten und Aussagen. Es geht um die totale Befreiung, es geht um die Zerstörung von Staat, Kapitalismus und jeder Unterdrückung. Und der Aufstand ist, glaube ich, in jedem Fall gegeben, den ich gerade aufgezählt habe. Also sei es hier, sei es in einem
ja, in einem anderen Kontinent. Es geht erstmal ganz klar um die Befreiung vom Staat und durch ja, um die Befreiung von allen Unterdrückungsmechanismen. Also gleich welche Entwicklungsstufe dann entscheidet? Ja, ich glaube, die sind überall zu finden. Also ich glaube, dafür muss ich nicht hier und jetzt leben, sondern die findest du leider wohl auch überall anders. Und was soll denn das alte Herrschaftssystem ersetzen? Ja, die herrschaftsfreie Welt aufgebaut ja, in einer ja, solidarischen Gesellschaft. Aber ich meine, zum Beispiel um also, was du kommst. Ja, Frage an dich. Mit dich? Bin auf jeden Fall. Wie ist denn die Aktion so aus? Also richten die sich jetzt zum Beispiel gegen die kapitalistischen Flüsse, gegen macht ihr Polenautos kaputt oder sind ihr auch irgendwie tun sich manchmal auch gegen Personen richten oder überhaupt? Also ich kann da natürlich überhaupt nicht irgendwie repräsentativ jetzt für jede aufständische Person sprechen, aber ich glaube, dem sind da keine Grenzen gesetzt, bis auf die, dass wir natürlich nicht selber ja, zu einem Unterdrückungsmechanismus werden wollen. Also wie du jetzt selber mit deinem Limit umgehst oder was für dich die angepasste ja, Aktion ist oder also falls deine Frage jetzt ist, ob das zwangsmäßig irgendwie an irgendwelchen bewaffneten Kampf gebunden ist oder sowas, also das ist es nicht. Du kannst irgendwie deinen Beitrag zu einem Kollaps oder Aufstand so definieren, wie du es für dich richtig hältst und was du glaubst, was für dich ein Beitrag zu ja, zu einer Eskalation oder zu einem Kollaps von Verhältnissen sein kann. Ja, okay. Willst du wissen, darf noch nachfragen? Willst du dann, also eine Aktion zum Beispiel gegen eine Person gerichtet ist, also zum Beispiel töten muss, müsste das als aufständisch anarchistisch bezeichnen? Nein, also ganz klar nicht. Also ich möchte ja nicht jemandem das Leben nehmen oder irgendwie, also das ist klar, ganz klar unterdrücken für mich. Also. Ja, ich wollte eigentlich zu dem mit dem Schwarze zwischen Anarchosyndikalismus und Aufstand. Eigentlich bin ich einer von denen, die schon meine Bewerbungen von ohne Kotte zu haben abgehoben haben. Deshalb waren wir heute Abend hier an die Waffenveranstaltung. Ich wollte mich an die Anarchosyndikalisten. Warum versuche ich zum Beispiel, es ist selbst gerade im Anblick von mir, Zwangsarbeit zu organisieren? Wir fangen den aktuell bei Eurocrop, alle Formen von Zwangsarbeiter. Ich habe jetzt eben versucht, Proletarier zu organisieren und wenn sie ein eigenes Kollektiv machen. Aber ich sage so, bei den Zwangsarbeitern ist es so, da gibt es nicht mal die Konkurrenz zu den Gewerkschaften, weil die werden überhaupt abgenommen. Also seit Jahren versuchen zum Beispiel die Fangeli oder andere Zwangsarbeiter, sich irgendwie zu organisieren. Das ist die Frage. Es gibt konkrete Hilfsaktionen zum Beispiel. In dem Verfahren Menschen ziehen, da haben die zwangsarbeitenden Frauen, die haben die Lufthansa Projekte in den Krieg reingefahren. Dann haben die irgendwie Sachen mit reingefahren. Zettel, der gibt Geld für die Zwangsarbeiter. Der Effekt war, die Lufthansa hat den Auftrag verliert. Der Erfolg, die Frauen war natürlich bei der Fahrradschiffe reingestellt. Ich würde mich fragen, wie erfolgsversprechend wäre eine solche Aktion, wenn da die Unzubeimung dahinter gehen würde. Und wenn dann bei einem gewissen Organisationsprogramm möglicherweise auch noch, wenn man zum Beispiel die Firma Koch, Europas größte Hersteller von Schalter und Steckdosen, lässt 90% der Gäste produzieren, wenn dann irgendwie von irgendwelchen aufständischen Leuten auch mal irgendwie was zu Bruch geht, das wäre so fragwürdig und beide. Ich bin mit Gefangenenorganisierungen und Gefangenen, aber darüber kann ich dir jetzt nicht so richtig was sagen, weil da bin ich nicht erfahren drin. Aber bei uns kann sich grundsätzlich jeder organisieren, der das möchte. Also außer die Beispiele, die ich aufgezählt habe. Ein Eurojobber gibt es bei uns mit Sicherheit mehr als durchschnittlich im Rest der Gesellschaft. Also Leute, die gezwungen werden zu gewissen Formen von Arbeit,
sind bei uns immer willkommen, keine Frage. Mit, wie gesagt, mit Gefangenen, da bin ich kein Fachmann drin, wie das so möglich ist, mit Gefangenenarbeit, auch gerade was da ja noch an anderen, was da für Grenzen gesetzt sind, das weiß ich nicht genau, da kann ich nichts zu sagen. Aber wie gesagt, normalerweise Zwangsarbeit, ein Eurojob oder was du angesprochen hast, auf jeden Fall, gibt es bei uns genug. Also die Grenzen sind natürlich gesetzt, dass im Gegenbereich gesagt wird, es sind keine Arbeiter. Natürlich, weil die Arbeiter sind ja Arbeitsbedingungen, sind auch alle keine Arbeiter. Das sind die Grenzen, die gesetzt werden. Jetzt sind wir aber keine Grenzen. Nee. Also, da ja, brauchst du mehr Sorgen. Und die VA gibt es in Knaster und was? Meine Frage ist ein bisschen schwierig vielleicht, jetzt das ganz kurz auszuführen oder sowas. Ich wollte jetzt tendenziell darauf abzielen, was denn das Besondere von der Richtung dann im Hinblick auf der anarchistischen Gesellschaft ist. Also klar kann man jetzt nicht mit einer Richtung nicht ganz ausdefinieren, wie die Gesellschaft dann aussehen soll, aber es gibt ja sicherlich doch dann in der Strömung vielleicht auch charakteristische Unterschiede. So. Also vielleicht bei der Anarchosozialismus vielleicht ein bisschen besser vorstellbar so, weil das ja schon davon angelegt ist, also die gesellschaftliche Organisation durch Syndikate. Aber jetzt gerade der Individualanarchismus, was hält der dagegen? Und der ausländische Anarchismus, das ist mir eben gar nicht klar. Also das ist ja noch gar nicht irgendwie breit, so diese Idee allein dafür. Also vielleicht ist da vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass oft die Auslegung und die Rede im aufständischen Anarchismus auch ist, dass gesagt wird, dass das Ziel zur Befreiung oder der Aufstand als Taktik auch im Prinzip nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, gehandhabt wird. Also dieses nicht darauf zu warten, dass sich spezifische Situationen ergeben oder ja zum Beispiel ne, irgendwelche Events aufkommen oder sowas, sondern ja, für sich anzufangen, wird auch auf diese utopische Gesellschaft danach bezogen. Also gesagt, hier, fang einfach für dich in deiner kleinen Gruppe und alle die Menschen, mit denen du Affinitäten hast, fang einfach da an, dich solidarisch zu verhalten und eine solidarische Gesellschaft aufzubauen. Und genauso wird es auch auf den Aufstand selbst bezogen, irgendwie, der unter diesen Aspekten stattfindet. Und ein großer Aspekt, der halt irgendwie im aufständischen Anarchismus auch eine große Rolle spielt, ist halt der Begriff der revolutionären Solidarität. Also Solidarität, den Gedanken dahinter, nicht nur auf so eine infrastrukturelle Unterstützung von Gefährtinnen und Gefährten oder anderen Menschen, zu denen irgendeine Affinität besteht, zu beschränken, sondern darin auch die Weiterführung und das Einbeziehen von Menschen, zu denen so eine Solidarität besteht, in aktuelle oder in laufende Kämpfe zu sehen. Und also das heißt, so eine Utopievorstellung oder so eine, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so eine nachrevolutionäre Vorstellung von irgendeiner Gesellschaft oder Welt spielt da gar nicht so eine große Rolle einfach. Also es geht da tatsächlich immer eher um heute. Im Individualanarchismus, also im klassischen Individualanarchismus, glaube ich, gibt es, also wenn man das jetzt wieder halt so, was weiß ich, bei Benjamin Tucker sich anschaut oder so, in dieser US-Tradition, glaube ich, gibt es eine recht konkrete Idee, wie halt eine anarchistische Gesellschaft ausschauen sollte, und zwar basiert die halt auf autonomen, subsistenten Kommunen halt, die halt auf diesem Prinzip der freien Assoziation beruhen, wodurch dann also eine gewisse soziale Grundsicherheit geschaffen wird, auf deren Basis erst dann, das ist schon so ein Charakteristikum des klassischen Individualanarchismus, auf deren Basis sie dann auch halt komplexere Produktionsformen entwickeln können, sodass man zwischen verschiedenen Kommunen halt dann tauschen kann oder so, sodass halt auch, was weiß ich, halt Sachen produziert werden können, die jetzt nicht nur in einer kleinen Kommune autonom produziert werden können, was weiß ich, Traktoren oder sonst was. Also da gibt es schon solche Vorstellungen. Ist aber halt ein sehr stark so irgendwie rural orientiertes Modell. Also das war immer so, dass man eben einer der Gründe, warum es ja diesen Kontakt zu den sozialen Kämpfen nicht gegeben hat, war, weil dieser klassische Individualanarchismus halt wirklich mit dem Proletariat halt einfach sozusagen nichts zu tun gehabt hat. Das war, wenn man so will, schon damals halt eine Mittelklassebewegung oder so.
Jetzt zu CrimeThink zum Beispiel, da ist die Antwort halt sehr ähnlich, wie sie da jetzt gerade formuliert worden ist. Also CrimeThink würde sie ganz explizit dagegen aussprechen, überhaupt irgendwie halt so von Modellen zu sprechen. Also es gibt da so Sätze wie halt, also wenn du nach einem Anarchist oder nach einem Modell für eine anarchistische Gesellschaft gefragt wirst, das ist eine Fangfrage, weil man die halt so sofort reinziehen will, dadurch irgendwas halt festzulegen, was sich eigentlich so quasi organisch aus dem Kampf heraus entwickeln soll oder so. Also ich sehe das selber auch ein bisschen kritisch, vor allen Dingen, weil das ja nicht bedeutet, also es können sich ja Sachen organisch entwickeln, selbst wenn man schon gewisse Ideen hat, wie sie die hin entwickeln sollen. Das hat halt dann irgendwie mit Flexibilität oder so zu tun. Aber das wären jetzt so, also referierend die Antworten. Ich wollte noch was sagen, vorhin zu der Debatte, die es da gab, von wegen irgendwie man konnte ja mal in die dritte Welt gehen und da irgendwie anarchistische Gedanken bei mir vorbringen, so, ich finde, weiß ich nicht, die Gedanken, die dahinter stehen, finde ich irgendwie schon ein bisschen schwierig. Wenn ich mal so ein bisschen so eine Form von Stellt, dass man eine Idee drauf hat, irgendwie sagen, hier, wir sagen nicht mal, was hier irgendwie noch nicht wisst oder so. Also ich weiß nicht, aus meiner Nachbarschaft kam ja der Begriff von Anarcho-Imperialismus. Also strömungsgesehen habe ich da, glaube ich, also sehe ich das total ähnlich wie du, aber ich sehe es halt gar nicht so, dass ich irgendwie eine anarchistische Gesellschaft schaffen will, sondern Aufständische oder Menschen, die sich befreien wollen, gibt es überall und die zu unterstützen, denke ich nicht, dass da irgendwie eine Stellvertreterin-Situation draus entsteht. Und, und ich denke halt, soziale Kämpfe, sozialen Krieg gibt es überall und dafür muss ich keine Anarchistin sein. Und der ist auch für alle da. Und ja. Vielleicht nur ergänzen. Ich glaube, es ist halt wirklich da oft so eine begriffliche Frage oder so. Also es gibt schon, glaube ich, so ein halt klassisch europäischen Anarchismus oder so. Ich bin fast geneigt zu sagen, dass da nicht Anarcho-Syndikalismus da schon recht stark reinfällt oder so. Wo es dann schon zum Teil, denke ich, problematisch wird, solche Modelle halt dann in soziale Zusammenhänge zu exportieren, die einfach andere sind oder so. Aber gleichzeitig denke ich, dass es halt in sogenannten Drittweltländern oder so gibt es natürlich Widerstandsformen, die auch auf Herrschaftsfreiheit abzielen. Die bezeichnen sich ja dann selber nicht als anarchistisch, aber das ist ja sozusagen auch egal oder so. Also ich würde die Anknüpfungspunkte zwischen Erstweltanarchistinnen und Drittweltanarchistinnen wirklich darüber, also viel eher über so diese Prinzipien der Herrschaftsfreiheit sehen, wo man einfach gemeinsame Ideale hat, als jetzt über die Frage, wer sie wie wo als anarchistisch bezeichnet oder so. Weil da denke ich auch, dass es problematisch wird. Also ich möchte auch noch mal kurz zu sagen, die Arbeit, die quasi in der FAU und der IAA gemacht gilt, zielt natürlich nicht darauf ab, in irgendwelchen anderen Ländern Anarcho-Syndikalisten zu züchten, sondern es geht natürlich darum, also dass Leute da sind, die halt ähnlich wie uns kämpfen wollen, wie wir kämpfen wollen, halt wie uns zusammen die gleichen Prinzipien haben, ähnliche Prinzipien haben, zu unterstützen in ihrem Kampf und nicht dazu hinzugehen und zu sagen, hier, werdet mal alle wie wir. Also ich finde aber gerade den Punkt, weil ich auch vorstellen, sagen, also kritisch, du sagst auch irgendwie, geht nicht vor die Fabriken und Flyer da und so. Und klar, ich verstehe das auch irgendwie, das Problem, was dabei entsteht, wenn man sagt, für andere kämpfen will und die gar nicht wollen, dass für sie gekämpft wird und so, solche Sachen. Also was auch passiert ist. Aber ich finde, man muss auch irgendwie ein bisschen sehen, wir sind jetzt, haben wir zumindest Glück, irgendwie auch die Idee, dass der Herrschaftsfreiheit braucht irgendwo mal was von gehört zu haben und sich dann da informieren. Also wir konnten uns dazu informieren und deswegen sind wir jetzt hier. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen auch gar nicht die Möglichkeit hatten und dass denen nirgendwo irgendwie so die Idee gar nicht angeboten wurde oder gar nicht die Möglichkeit hatten, davon was mitzunehmen. Und das ist ja auch so eine Art Ausschluss irgendwie, wenn man sich in dieser Seite, gerade wenn man irgendwie so seine subkulturellen Geltung ein bisschen sitzt und Leute, denen wir einfach schon über fremd waren oder keine Möglichkeit haben, irgendwie was mitzukriegen von, das finde ich halt ein bisschen ausschließend. Also dann sollte man vielleicht ein bisschen kritisch sein und vielleicht sagen, man sollte schon versuchen,
anbieten zu können, vielleicht irgendwie eine kleine Infoflyer oder eine Möglichkeit, wo Leute sich informieren können, was nicht so subkulturell gestaltet ist, dass man jetzt ganz abgeschreckt wird, wenn man nicht schon drin ist. Und klar, wenn jemand das nicht will, dann ist es auch okay, aber so ganz die Informationsmöglichkeit einfach ganz wegzulassen, finde ich schwierig. Und das war auch in Ländern vielleicht, wo es nicht drin war. Meine Anleitung zum Syndikalismus ist auch über italienischen Agitator nach Spanien gekommen zum Beispiel. Also das ist schon auch eine aktive Verbreitung, manchmal, die ziemlich wichtig war auch für die Geschichte von Anarchismus. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen wollte, ist das Problem der Utopie. Also natürlich auch, dass es sehr problematisch ist, so irgendwie eine verarschungsfreie Welt fertig zu gestalten und sagen, so muss das aussehen und es dann in so eine marxistische Richtung gehen kann, irgendwie so, wo das eine marxistisch-leninistische Richtung, wo dann ein Plan vorgegeben wird. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, es ist für meisten Leute einfach sehr schwierig, wenn man sagt, ja, Revolution oder so, und sich danach also vorstellen, wie es sein könnte. Also ich finde, so eine Möglichkeit, wie es sein könnte, muss man schon formulieren dürfen, weil das einfach die Fantasie anregen kann, ja, so könnte ich es irgendwie. Ich würde es auch so machen, aber ich würde es so und so anders machen oder so. Und dann auch die Angst irgendwie davor, wenn einfach alles nur negativ kritisiert wird und dann, was danach kommt, ist eine Parteiherrschaft oder so, das ist einfach was man noch ein bisschen im Kopf hat von Revolution und gerade von der russischen Revolution halt. Finde ich es halt sehr wichtig, irgendwie auch da, dass man positive Utopien formulieren kann, als Möglichkeiten, wie es sein könnte, wie es aber nicht sein soll. Also das Wort soll, finde ich schon ein bisschen schwierig dann dabei. Also zum ersten Punkt. Also es gibt relativ, wir haben solche Flyer. Es gibt eine Zeitung, keine Ahnung. Es gibt einfach, es ist einfach eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gab früher, also ich meine, die FAU ist jetzt 30 Jahre alt geworden vor zwei Jahren, jetzt aber 32 und da sind halt schon ein paar Erfahrungen gemacht worden und einfach irgendwie mit Flyern vor ein Werkstor zu gehen und das bringt echt mal gerade null, vor allem wenn man so einen bekloppten Namen wie Anarchosyndikalismus da mal mit draufschreibt. Dann interessiert sich dafür keine Sau. Das, die beste Publicity ist einfach, Kämpfe zu führen und Kämpfe am besten noch zu gewinnen. Weil dadurch, wie gesagt, bei Strikebike, das ging durch fast jede deutsche Zeitung irgendwie. Da wurde im Thüringer Landtag darüber diskutiert. Dadurch schafft man Aufmerksamkeit und durch diese Kämpfe kriegt man dann natürlich auch mit, was wollen die eigentlich und was, dass sie vielleicht noch viel mehr wollen, als einfach nur irgendwie halt eine Alternative zu dem gerade aktuellen Gewerkschaftssystem zu sein. Ich denke, das ist der bessere Weg. Zum anderen würde ich da nochmal zu diesem Utopie-Ding würde ich sagen, also einerseits bringt es schon relativ viel, wenn man knallhart sagt, was man nicht will, dann weiß man schon eine ganze Menge darüber, was man will. Und andererseits sind Spekulationen, kennt man in jedem Bereich, in dem man diskutiert, Spekulationen sind Luftschlösser. Also ich meine, es kann sein, dass es so wird, es kann sein, dass es anders wird. Kann man machen, kann man auch lassen. Im Verlauf zum aufständischen Anarchismus, das Anmerken quasi, das, also hängt doch eigentlich an einem sehr positiven Menschenbild, weil also dieser, auch wenn der Kollaps-System kann ja nur dann etwas Positives sein, wenn es vorausgesetzt wird, dass die Menschen eigentlich schon alle gut sind und dann daraus etwas Besseres erwacht. Weil sonst sind alle Gefühle in dieser Gesellschaft sind durch Staat und Kapital zugerichtet und ich würde eher denken, dass wenn das System kollabiert quasi auf einmal, wenn das Ziel erreicht wird, würde eher das Haus und Stechen dann auch gehen, anstatt dass die Leute dann plötzlich sich solidarisch kooperativ organisieren. Ich glaube, dem setze ich nur was ganz Praktisches entgegen. Ich weiß nicht, ob du gestern den Beitrag zu Huaca gesehen hast. Da war es ja so, dass zum Beispiel Behörden, Polizei, Richter und ähnliche Institutionen aus der Stadt vertrieben wurden und daraufhin mehrere Monate da eine Gesellschaft von Menschen, die durchaus nicht alle irgendwie oder nur von den wenigsten irgendwelche deklarierten Anarchistinnen waren oder ähnliches, auf einer friedlichen Basis zusammen gelebt haben. Und ich glaube, es gibt sogar so Angaben, dass es keine registrierten im traditionellen Sinne
Verbrechen gegen andere Menschen oder sowas in der Zeit gab, außer halt die Angriffe von Paramilitärs oder Polizisten auf die Stadt. Und also ich glaube, das, was du als Kritik sagst, kann ich dir genauso zurückgeben. Dann gehst du davon aus, dass alle Menschen grundsätzlich so verdorben sind vom Staat oder so zugerichtet, dass sie es nicht schaffen würden, freiheitlich und friedlich zusammenzuleben. Es muss halt bewusst sein, ne? Und zum Beispiel auch dann, wenn da nur Hacker durch das Fenster ist, wirklich, dass da schon andere Traditionen waren. Es gibt ja auch, ich meine, zufällig war halt dann 1936, 39 in Spanien halt dann Antifaschismus, weil da gab es ja schon ganz freiheitliche Traditionen, auch wenn jetzt nicht immer direkt anarchistisch waren. Also die sehe ich hier, im Moment mag es in anderen Ländern geben, aber hier in Deutschland überhaupt nicht. Und wenn du hier Aufstand hättest, dann... Also, ich wüsste nicht, was da aus Positives erwarten soll. Erwachsen. Aber, ja. Das... Ja. Aus Sie kann ich da gleich anschließen. Nämlich mit der Frage auch, wie sich und wo sich der Anarchismus eigentlich auch kritisch mit sich selbst auseinandersetzt. Ich habe vorhin nach Makai gehört, den ich zum Beispiel jetzt auch mit einem Befürworter von Kinderliebe oder von Jungenliebe oder so in dem Dunstkreis irgendwo zuordne. Und oder auch dieses Weltbild, was bei vielen da ist, dieses Angstbild vor dem Anarchismus, das sind irgendwie Molly-schleppende Kaputten und so. Wo setzt sich der Anarchismus eigentlich damit auseinander, auf dieses meiner Ansicht nach zumindest falsche Bild vom Anarchismus irgendwo auch aufzuklären? Oder halt einfach ja, in die Gesellschaft auch zu fragen, also hey, wir sind ganz normale Menschen mit Meinung und genauso wie überall gibt es halt auch hier Menschen mit Fehlern und allem, ja, aber die gibt es überall oder so. Also, dass das halt keine sukzessiv gewalttätige Form des Denkens oder des Seins ist. Also, kann mir da jemand was dazu sagen? Also, wo wird das kommuniziert gesellschaftlich? Ich habe noch kurz einen technischen Punkt. Also, wir haben jetzt eigentlich die Zeit erreicht, die wir so für Fragen uns vorgenommen hatten, und es sind jetzt noch 11 Leute auf der Rednerinnenliste. Also wenn wir dann, gucken, dass wir langsam dann in die kontroverse Diskussion übergehen, oder nur so als Anmerkung. Ja, also das ist ja schon so ein bisschen Frage-Antwort und so. Also wenn ihr noch einen praktischen Vorschlag machen könnt, also mir kommt vor, wir können das ab jetzt das einfach so machen, dass wir drei halt auch auf die Redner Rednerinnenliste mitkommen und dann halt nicht das Privileg haben, immer unmittelbar was sagen zu können. Ich weiß nicht, wenn das für alle so okay ist. Und ansonsten können wir immer noch das mit dem Splitten vielleicht im Hinterkopf behalten irgendwie. Ansonsten, ja, dann wird es jetzt, wenn wir es so machen wollen ab jetzt, oder dann wäre es jetzt zutrauen. Achso, also war das gut in der Frage? Ich würde. Es war schon eine Frage. Also falls jemand da noch ihren Zettel geben kann, so. Aber es war, mir kommt vor, das war so eine allgemeine Frage, zumindest die zweite. Also ich glaube, da kann ein anderer gerne was dazu sagen. Ich kann vielleicht ganz kurz was, wenn das nur gesagt ist, zu Makai halt sagen. Also nur weil das jetzt schon genannt worden ist. Also um das halt dazu zu sagen, Makai war halt schwul, hat das auch sehr thematisiert. Was sehr positiv rezipiert worden ist, und dann gibt es halt diese Geschichten, von was halt diese Knabenliebe anbelangt, zu denen ich mich nicht äußern will, weil ich die Diskussion viel zu wenig kenne. Das aber nur sozusagen als Information oder so. Das war nur als Anmerkung dazu. Diese andere allgemeine Frage würde ich einfach so offen lassen. Also für andere zu beantworten. Später wohl. Also, ja, da ich jetzt. Ich wollte dazu sagen, also ich meine jetzt dazu direkt, was ich für mein Gefühl, ja, was ich als Gefühl habe, was man machen kann, was ich auf deine Frage vielleicht eine Antwort geben könnte, darauf muss ich mich, ist es vorzunehmen. Das ist ja in den meisten Fällen die Idee, um Anarchismus öffentlich vorlegt und den anderen zeigt, wie es gehen kann, also im Kollektiv, in,
ja, einfach im Alltag quasi sein Leben so ausrichtet und anderen Menschen dadurch zeigt, wie es gehen kann. Und dadurch kann man, ja. Ich würde auch gerne lernen. Also ich würde es gerne nochmal grundsätzlich klären jetzt mit allen, wie wir das jetzt handhaben, also mit direkten Antworten. Es sind jetzt 11, ja, also es sind 11 Leute auf der Rednerinnenliste. Wir können, wegen mir, können wir das auch so weitermachen. Ich weiß nicht, ob die drei Referenten jetzt Lust drauf haben und die 11 noch abarbeiten und dann dazu übergehen, dass die sich auch auf die Redeliste setzen lassen oder wir uns dann aufsplitten oder wir machen das ist jetzt so, dass wir die Redeliste weitermachen, aber schon uns daran halten, wer hier draufsteht und die haben das Wort so. Das ist natürlich in so einer großen Runde mühsam. Nee, weil er die Frage in die Runde gestellt hat. Deswegen. Aber es können doch einfach die 11, die noch draufstehen, wenn das direkte Fragen, wenn das direkte sind, dann stellen sie die als direkte Fragen und danach gehen sie auch mit einer auf. Okay. Finde ich auch okay. Ja, ich wollte es auch nur anmerken. Okay. Dann antworte ich aber nur ganz kurz darauf. Also diese Selbstkritik, mir kommt ehrlich gesagt vor, dass es die schon gibt oder so. Also so diese Gottes, also die Frage, wie man so als anarchistische Bewegung oder so gesamtgesellschaftlich wirkt oder welche Bilder da entstehen oder dass die zum Teil auch problematisch sind. Also mir kommt schon vor, dass es da Auseinandersetzungen gibt diesbezüglich. Das Problem ist halt dann auch, dass es da einfach unterschiedliche Bezugnahmen drauf gibt. Also manche zum Beispiel stoßen sich sehr an diesem Molly autonome Szene-Anarchismus-Bild, zum Beispiel die Graswurzelrevolution, und andere stoßen sich halt nicht dran, weil das für sie halt was Anarchistisches symbolisiert oder so. Das macht es natürlich nicht leichter. Aber ich glaube, diese kritische Auseinandersetzung gibt es ehrlich gesagt schon. Ich würde auch gerne noch dazu. Also ich würde dem, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Also mein größter Kritikpunkt an der anarchistischen Bewegung ist, finde ich, dass sie sich viel zu wenig kritisch mit sich selbst befasst. Wenn man sich zum Beispiel irgendwelche Einführungen, die es ja immer komischerweise immer wieder entstehen, sei es von Horst Stöber, sei es dieses dicke Anarchiebuch oder sei es dieses für den Theorie.org Verlag entschiedene Anarchismus-Einführung, dann ist das immer nur total affirmativ und es wird irgendwie, der einzige Kritikpunkt ist so, ja, Marxisten haben uns das und das kritisiert. So, aber selber mal irgendwie zu gucken, dass man sich mit den eigenen Theoriebildungen auseinandersetzt, zum Beispiel, was auch schon angesprochen wurde, diese Zettelwirtschaft, die Proudhon und Bakunin noch gut fanden, oder dieses von Bakunin, dieses geheimbündlerische irgendwie, da findet man irgendwie ganz wenig mal, dass irgendwie da Kritik dann kommt und dass man sagt, nee, also das sehen wir anders. Das finde ich, wie gesagt, ein Kritikpunkt von mir am Anarchismus ganz stark. Also ich würde auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, also ich finde ja schon, dass auch in unserer Szene so das Bild, wo die Taten autonomen Anarchisten irgendwie total bedient wird irgendwie. Und finde das auch zum Teil, dass es in Ordnung ist, wenn ich autonome Zusammenhänge als kulturelle Zusammenhänge auch interpretiere, für die sich halt so selbstbestimmt eingesetzt wird, aber darüber hinaus, das ist meine Meinung, sollte ein Mensch davon nicht so viel erwarten, irgendwie, also so viel vielleicht auch zu Konzepten eines, ich meine, sag ich mal, zusammenbringenden individuellen aufständischen Anarchismus irgendwie, also da ist es absolut in Ordnung, das zusammenzutun, für so ein Projekt wie die Rote Flora zum Beispiel zu kämpfen. Dann tun sich Menschen zusammen, sagen, wir haben die Hoffnung, dass sie nicht direkt geschaffen sind. Ich finde es aber ganz schön sektierisch anzunehmen, dass aus solchen Projekten irgendwie die neue Gesellschaft entstehen kann oder dass in solchen Projekten die neue Gesellschaft vorgelegt werden kann. Irgendwie, das ist dann, also tatsächlich auch irgendwie so, ja, einige Leute haben halt die Möglichkeit, irgendwie dann so ständig über andere Menschen zu laufen. Eigentlich nicht in Ordnung, sich über Mittelstandsmenschen zu stellen, die mal um die Geräte das Einkommen haben, weil sie auch so hineingewachsen sind irgendwie. Und eher ein Bewusstsein so abzutun, als zum Beispiel, gehst doch mal um, mach so irgendwie, dann checken wir es auch endlich mal. Ich finde, dass ich das auch so selber für mich sehe, halt so eine Verbindung irgendwie aus diesen verschiedenen Sachen, wenn Menschen mal auf das Szene kommen, irgendwie auch eher naheliegend so, also ich sehe mich da auch als autonomer irgendwie,
aber halt merke ich eher, so, weil ich mich in autonomen Zusammenhängen zu Hause fühle, aber nicht, weil ich denke, irgendwie aus der autonomen Bewegung wird jetzt viel entstehen. Und ich sage nur, wir haben das Recht dazu, uns diese Freiräume zu schaffen, aber nicht das, keine Ahnung, so irgendwie, ja, warum macht ihr nicht alle mit? Ich würde tatsächlich auch eher sagen, dass auch so ein bisschen dann irgendwie historisch gesehen die Kritik an diesen, also an den großen Gewerkschaften, da viel mehr bringt und irgendwie sich darum zu engagieren, also da kriegt halt auch viel Perspektive, weil ich halt glaube, was halt hier auch angemerkt wurde im ersten kritischen Beitrag, dass über Arbeitskämpfe ja eigentlich die Interessen der saturierten Industrienationen ersten Welt so geregelt werden, dass das ja eigentlich nur passiert durch diese professionalisierte Gewerkschaftsorganisation, wie wir sie haben, vor allem in Deutschland in Form des BGBs, die ja allerdings auch bestimmte Klientel bedienen. Und genau das könnte ja aufgebrochen werden. Also gerade wenn Menschen sich mal wieder irgendwie neu so eine Arbeitsbewegung widmet, irgendwie zu sagen, so, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein, so, dass da auch Belegschaften auf verschiedene Länder gegeneinander ausgespielt werden, sondern diesen Einzelinteressen, die auch meistens dann die Lügen gegen die Gewerkschaften frustrieren, aufgebrochen werden. Und da finde ich es auch, dass die gesamtgesellschaftlichen Weg von Solidarität kennt. Sind die vielleicht für uns alle irgendwie passt, so zu sagen, ja, das kann ja auch nicht nur für uns irgendwie, wenn es in die gesamte Gesellschaft geht, sondern für alle Menschen. Das heißt halt mit einer Anleitung von Wirtschaftskampf ganz wichtig. So. Und um sich in Tradition zu leben, auch so ein bisschen den Anarchismus zu entmystifizieren, irgendwie so, ja, irgendwie sind die Vorboten der neuen Gesellschaft, so ich finde das. Das ist halt meistens total unkonkret irgendwie, und das kann man sich irgendwie als dicker und nicht mehr helfen, selbst ist halt auch nicht. Darf ich einmal kurz eine Verständnisfrage stellen? Hast du gerade plädiert für eine neue Interpretation der Gewerkschaftsbewegung oder hast du für eine Agitation von Anarchisten im DGB plädiert? Nein, also gerade sich gegen das Bild, das halt von der Tradition, also von DGB-Gewerkschaften geprägt wird, das entgegenzustellen und zu sagen, ja, was wir hier ganz, also schon seit Jahrzehnten abzieht, so dass wir da nehmen und das quasi sich dem so neu zu widmen. Also dass man im DGB infiltriert man und da ist dann irgendwie oberweit die Wege für die Institution. Das dürfte längst auch verliehen sein. Ich habe nochmal eine Frage eingangs zu weiter oben. Inwiefern wird sich dann aussehen, wenn jemand Interesse hat an der AfD, aber halt auch Gewerkschaftsmitglied zum Beispiel, wenn er in Metall ist oder so, dann würde die das okay, komplett absetzen? Ich glaube, ich verstehe es noch nicht. Achso, ja, inwiefern sich das halt aussehen würde, wenn man Interesse an der FAU hat und es halt aber Mitglied in einer anderen Gewerkschaft ist und ich kenne das halt so sich entgegenläuft. Wir haben auch Mitglieder, die auch Mitglied gleichzeitig in der DGB-Gewerkschaft sind. Andersrum wird es komplizierter. Wenn du in der IG Metall erzählst, dass du einfach Mitglied bist, könnte das relativ schnell deinen Ausschluss erfordern. Aber also die Frage ist natürlich, welche, also grundsätzlich ist das möglich, aber ich glaube, bei allen unseren Mitgliedern, die noch in der DGB sind, ist das eine taktische Frage. Ich bin nicht kein DGB-Mitglied, ich weiß nicht genau, was dahinter steht, aber ich glaube, keiner macht sich da große Hoffnung, dass da irgendwie was Positives bei rumkommt. Das ist irgendwie, muss man die Leute selber fragen, ich weiß nicht, welche gerade hier sind. Aber also im Grunde spricht da nichts gegen. Wir haben auch, also bei uns können auch Leute von politischen Parteien oder Kirchen oder sowas Mitglied sein, wenn sie sich auf unseren Grundprinzipien einigen, ist das in Ordnung. Wie gesagt, wir sind keine Gewerkschaft von Anarchisten, sondern eine anarchistisch-sozialistische Gewerkschaft. Ja, ich hätte gerne noch was dazu gewusst, weil ja vorhin doch über Stellvertreterpolitik geredet wurde in Bezug auf kollektiven Bewusstsein, was ja hier, so wie es sich angehört wurde, hatte, generell erstmal ausgeklammert wurde, im gesamtgesellschaftlichen Sinne. An alle. Es wurde ja vorher kritisiert hinsichtlich, dass keine Stellvertreterpolitik gemacht wird oder werden soll. In Bezug, ich meine das in Bezug auf
kollektive Bewusstsein von Anarchisten auf gesellschaftliche Relevanzen. Okay. Und deine Frage ist jetzt was? Wie ihr, ob ihr das generell kategorisch ablehnt, ein kollektives Selbstbewusstsein auf die Menschen zu rufen. Also ich kann sagen, dass das ganz klar auf die Höhe des Ganzen angeht, also worauf du das beziehst, also sich auf eine gemeinschaftliche Ausrichtung und irgendwie gemeinschaftliche Vorstellungen zu einigen, was jetzt zum Beispiel so ein grundsätzliches anarchistisches Gedankengut gegen jetzt Unterdrückung oder sowas angeht, denke nicht, dass das irgendwie einem Prozess entgegenwirkt, aber falls du mal, also ich glaube, du beziehst dich auf was ich glaube ich gesagt hatte in Bezug auf Organisierung, oder? Ja, also Ablehnung ist glaube ich das falsche Wort, aber ich würde dem schon sehr kritisch gegenüberstehen, weil ich der Meinung bin, dass so eine kollektive Meinungsbildung einfach Prozessen entgegenschlägt. Also ich glaube einfach nicht, dass es relevant und nötig ist, solche Wege zu gehen. Das würde ich auch unter die Kategorie dieser vertanen Zeit und dieser Prozesse von Aufbau und Illusionen von so Steigerungen durch zeitliche Projekte irgendwie, das würde ich so auch damit reinwerfen. Also ich würde das jetzt nicht zeitlich koppeln, sondern das... Ich weiß es auch zum Beispiel. Es gibt ja noch diesen Begriff revolutionärer Anarchismus oder Plattformanarchismus, der verschiedene Strömungen vereinen soll. Und da ist er ja schon kollektiv ausgerichtet. Da gibt es auch dieses ganz gesellschaftliche Bild und nicht nur auf interne Prozesse gerichtet. So. Und wenn man kämpfen möchte, sollte man schon eine gewisse Vertrauensbasis haben. Und das geht über spontane Wege nach meiner Auffassung nicht so einfach. Okay, aber ich habe ja nicht von im Prinzip spontanen Zusammenfindungen gehen. Ne? Also es geht schon irgendwie um eine Grundaffinität zwischen den Gefährtinnen und Gefährten, die da irgendwie sich zusammenfinden für ihre Kämpfe so. Und auf was für einer Basis die sich gemeinsam entwickeln, ist natürlich, also solange es sich um so Vertrauens- und Entwicklungssachen in Bezug auf ihre Kämpfe angeht, dem kann ich ja überhaupt nicht stellvertretend für irgendwelche Menschen einen Rahmen geben oder so. Also wenn ich jetzt länger brauche, um mit dir eine Basis zusammen aufzubauen, um uns gegenseitig irgendwie ein Vertrauen zu geben oder eine Ausrichtung, dann will ich dem ja keinen Rahmen setzen in dem Sinne, solange es nicht eine grundsätzliche Versteifung in solche in das Muss von solchen Prozessen ist. Ich denke, viel hat halt einfach mit Selbstidentifikation zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, die radikalsten individuellen Anarchisten, Anarchistinnen, dass man ein Problem damit hätte, sozusagen sie ein Kollektiv von Anarchistinnen vorzustellen, wenn sie die alles als solche irgendwie identifizieren. Ich glaube, das Problem oder die Kritik richtet sich halt eher an so abstrakte Kollektivsubjekte oder so halt, die jetzt, was weiß ich, Klasse oder so, wo halt viele sagen würden, also wer in diese Klasse hineinkommt, das hat sehr wenig damit zu tun, je nachdem, was man für eine Perspektive hat, aber oft so halt in linker Geschichte, das hat wenig damit zu tun, wer sie jetzt wirklich als Teil dieser Klasse versteht, sondern damit, wie man sich halt das jetzt ausdenkt, wer da alles dazugehören sollte oder so. Ich glaube, die Kritik richtet sich halt gegen solche Kollektivsubjekte, aber ja, dass es kein positives, kollektives Selbstverständnis geben kann, das scheint ja fast absurd zu sein. Oder so. Okay, die nächsten zwei auf der Liste sind nicht da. Hinter dir? It's your turn. I want to say about I thought about critics of out of organization. Always in my practice of anarchism, I always know that a lot of people call themselves anarchists. Not all people who call themselves anarchists are self-organized or ready to organize something or ready to answer for something. A
energy state, which are always organized, meetings, conference, and blah, 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 and it's always one group of people. And it's a lot of people, and a lot of other people who just, oh, somebody organized demonstration, I will go to the demonstration. And a lot of people coming on for example, demonstration or congress or something like this, 90% of these people don't self-organize it, never organize something, and if nobody says let's go to demonstration, or we are organizing for you, say you will not go to the demonstration, because they will be sitting at home, drinking vodka, and talk about vodka, or something like this. And I want to say why organization is important. Because organizations is a start where exists this anarchist elite who are always interested in organizing something. I don't know why, but it exists, people always exist. More organized anarchists than others. And when people come, when not organized people come to this organization, level of his self-organization always grew up and grew up and grew up. And yesterday he was doing part and he was on the street. Tomorrow he organized an anti-fascist demonstration. But if he haven't experienced of organization, he can't take it from state and from water, he always is needed like a school of the activity, and anarchist organization is a good school of activism. Because in organization always organize people who are active and they can give experience to other people who have this. And it's because of it, organization must exist. Also ich stimme halt ja völlig zu. Ich glaube, die Frage ist halt da, was halt als Organisation verstanden wird oder so. Also zum Beispiel, jetzt in Bezug auf CrimeThink zu sagen, dass sie den nicht organisieren würden, im Sinne von Treffen, Aufgaben verteilen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, ist absurd. Ich meine, das ist eines letztlich der stärksten Argumente für diese CrimeThink-Zugangsweise, dass CrimeThink in den letzten 10 Jahren weit mehr produziert hat, und organisiert hat, wenn man so will, also Publikationen, Festivals, Demonstrationen, als, ich bin geneigt zu sagen, fast alle anarcho-kommunistischen und viele anarcho-syndikalistischen Gruppierungen, die es gibt. Also die Organisationskritik bezieht sich auf mehr, wenn sie als solche formuliert wird, auf halt so formale Organisationsstrukturen, wo man halt sozusagen Mitglied wird, bestimmte Regeln folgt und so weiter. Also es hat halt da vielleicht ein bisschen einfach mit der Frage zu tun, was man als Organisation versteht. Aber so wie du das jetzt umrissen hast, dass ich würde dem hundertprozentig zustimmen. Natürlich bedarf es solcher Strukturen, um überhaupt irgendwas politisch machen zu können. Es ist halt die Frage, wie dynamisch, offen und flexibel sie sind. Also, wenn du hast noch einen Punkt zu euch beiden, so wo wir vorhin mit der OK-Charta geredet haben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du halt argumentiert, dass hier die Leute kapitalistisch denken noch? Also, wie falsch oder falsch denken? Nee, so würde ich das nicht sagen. Aber das gibt ja, ich meine, es gibt ja verschiedene Traditionen auch in verschiedenen Ländern. Manchmal ist da sowieso schon mehr als eine Selbstorganisation und solche Dinge, woanders sind halt auch Kriterien. Ja, dann haben wir zum Beispiel ewig auch Tradition. Ja, genau, das könnte ich dann bestätigen, weil da waren die Leute, die waren halt in Polen voll kritisch gegenüber und haben sie sowieso nie angerufen, weil das sowieso nur Stress gemacht haben. Und deshalb war es auch völlig egal, wenn die jetzt weg waren. Also ich weiß nicht, ob es dazu gegen dein Argument so hilfreich ist mit dem Orakel. Also, das ist ja eigentlich gar nicht. Was wird's drauf? Dann lass andere ihre Diskussion. Dann okay, aber jetzt die Rednerinnenliste für Fragen an die Referenten ist dann jetzt geschlossen gewesen, schon länger, aber so, oder sollen wir jetzt, weil da ein paar rausgefallen sind, noch sie mit draufnehmen? Also eigentlich war sie. Auf jeden Fall. Das ist ja sehr draufgegangen, Struktur.
Kultur abzulehnen, eher auf Friedensgroups zu gehen, Organisationen abzulehnen, weil es hierarchisierend wirkt oder wirken kann. Ich mache die Frage, wie du diesen Widerspruch auflösen kannst oder ob du den auflösen kannst, dass, wenn du von Aufstand sprichst, sich unter Umständen dadurch gar keine Kontinuität von Aufständen herausbilden kann, die ja gerade für diese Theorie Umsturz durch Aufstand durchaus wichtig ist. Ne? Also die vielen Aufstände, die Aufstände, wenn du das auflösen kannst, dass was die Erfahrungsweitergabe eigentlich gar nicht stattfinden kann, ohne Struktur, ohne Organisierung, was am Ende ja zu einer Küchentischpolitik eigentlich verkommt, damit auch so eine Sichtbarmachung, die ja vielleicht viel netter ist, als wenn man dort eine Wette erklärt, dass sie stattfinden kann. Und auch eine gewisse Exklusivität von Politik, von politischen Ansätzen hervorgebracht wird. Also ich hatte da generell das Gefühl, dass, und das hatte ich bei euch allen rein, dass vielleicht der aufständische Anarchismus da durchaus was vom Anarcho-Syndikalismus lernen kann, ohne selbst Syndikalisten zu sein, was die Organisation angeht, beziehungsweise zumindest das Schaffen von Struktur, nicht vielleicht der Struktur der Anarcho-Syndikalismus sich herausfinden wird, der Subkultur, was eben auch ganz viel mit Sichtbarmachung zu tun hat und der Politisierung des Alltags lernen kann. Und ich war ein bisschen schwierig, dass es alles so gerne ineinander gedacht wird, dass der richtige Weg gesucht wird, bis hin zu dieser Diskussion, was ist hier eigentlich der Weg zur Revolution oder wie wir es auch immer nennen wollen, anstatt zu sagen, es gibt da eine Pluralität von Ansätzen, die sich eigentlich total gut ergänzen kann. Also ich fand mal diesen Ansatz des Anarchismus ohne Adjektive total nett. Also zuerst mal zu gucken, wo ist die gemeinsame Basis, wo können wir uns gut ergänzen, ne? Wer geht in welche Kämpfe rein, was sicherlich auch immer ganz viel mit persönlichen Prioritäten zu tun hat. Einfach der Lust, wie wir unser Leben führen. Ja, cool, wo fange ich an? Also erstmal, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, hört sich so ein bisschen nach deinem Schlussplädoyer für so eine Diskussion hier an, weil das in Frage zu stellen, macht uns so ein bisschen sinnlos, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir nicht versuchen, irgendeine bestimmte Strömung zu vertreten, dann brauchen wir auch nicht so sitzen. Also wenn wir sagen, irgendwie, lass uns alles zusammenschmeißen, wir sind alle, also so, deswegen sitzen wir hier und müssen natürlich uns so ein bisschen auf einen bestimmten Weg versteifen. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht positive Aspekte in anderen Strömungen gibt. Was deinen Aspekt angeht, dass sich da ja irgendwie Sachen ergänzen und dass so ein Vorbildscharakter entsteht und sich durch die Nicht-Weitergabe von so Ideen so eine Tischpolitik entwickelt. Ich hoffe, ich kann das jetzt so kurz zusammenfassen. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich mich vielleicht, oder dass du, entweder ich mich vielleicht nicht so gut ausgedrückt habe oder du das, was ich gesagt habe, glaube ich, nicht so aufgefasst habe, wie ich es meinte, weil also mir geht es bei aufständischem Anarchismus ganz im Gegenteil gar nicht darum, die perfekte Lösung oder irgendwas darzustellen oder Leute zu motivieren, unbedingt aufständische Anarchistin zu sein, sondern vielleicht auch einfach nur als aufständische Anarchistin in einem Aufstand zu partizipieren, wenn ich ihn nicht selber initiiere. Und die Ablehnung von einer Strukturorganisation oder Organisation spielt genau auf das hin, nämlich nicht irgendwie institutionell für den Umsturz dazustehen, sondern vielleicht eher zu sagen, hier, wir sind da, wir sind bereit, uns irgendwie freiheitlichen Kämpfen anzuschließen, aber wir wollen nicht darauf warten, sondern in der Zeit, in der wir nicht irgendwas unterstützen oder irgendwo eintreten, versuchen wir es selber und Leuten da irgendwie Erfahrung weiterzugeben. Ich glaube, dafür ist es nicht nötig, irgendwie eine großartige Struktur zu sagen. Irgendwie Sachen zu äußern, schließt das, glaube ich, nicht aus, in einem kleinen Kreis von einer Affinitätsgruppe zusammen unterwegs zu sein und was zu publizieren oder sich mit Leuten zu unterhalten. Und wie schon gesagt, ich denke, man lernt das Handeln durchs Handeln. Vielleicht noch ganz kurz dazu, also ich würde allem dem, was du gesagt hast, zustimmen. Ich würde halt auch allerdings sagen, dass
halt oft so das Betonen von Differenzen halt eine Anregung, also diskussionsanregend sein kann oder so. Ich habe das halt auch so verstanden, dass das halt teils der Zweck dieser Veranstaltung war. Also, dass man voneinander lernen kann und dass es nicht einen Weg gibt, dem stimme ich völlig zu. Ich kann mich an dieser Stelle auch gerne outen als Mitglied einer syndikalistischen Organisation. Zwar nicht der FAU, sondern der IWW, Industrial Workers of the World. Ich finde das total wichtig, diese Arbeit. Ich bin ja der Meinung, dass solche Organisationen Infrastruktur zur Verfügung stellen können, die ja dann andere Leute für ihre politische Arbeit anwenden können, die aus welchen Gründen auch immer sie nicht selbst in diesen Organisationen verankern wollen oder so. Das ist halt auch für mich eben auch so, was weiß ich, mit halt Crime Think oder so. Das ist halt, das sind keine gegenseitigen Ausschlüsse oder so. Ich sehe ja nicht keinen Grund, warum Anarcho-Syndikalistinnen nicht mit Crime Think-Agentinnen in bestimmten Fällen zusammenarbeiten können oder so. Gibt es ja in den USA Beispiele dafür. Also das nur noch dazu. Gut, dann gehen wir jetzt zur Diskussion über. Dann fängst du an. Gucken, ob ich das überhaupt jetzt noch zusammenkriege, weil ich ja das viel Gedanken gefasst habe, und zwar geht das eigentlich in Richtung Anarcho-Syndikalismus und aufständischen Anarchismus. Und so wie ich Anarcho-Syndikalismus oder Anarchismus eigentlich selbst erstmal begreife, ist es eigentlich nur ein Werkzeug, was ja der Menschheit irgendwie in die Hand gegeben werden kann, um sich selbst, sag ich mal, ökonomischer zu organisieren und besser zu organisieren, sodass es für alle Beteiligten irgendwie am besten klappt. Und da wir in einer Gesellschaft leben, in der die Produktion durch die Arbeit der einzelnen Individuen irgendwie geleistet wird, muss auch jedes einzelne Individuum in der im Anarchismus später irgendwie arbeiten, also so viel zum aufständischen Anarchismus, von denen die Bank überfallen und sich davon ernähren. Weil das, wenn eine Produktion stattfindet, muss jeder mit anpacken irgendwo. So eine andere Sache ist, dass, wie gesagt, dass in meinen Augen Anarchismus und Anarchismus ein Werkzeug ist, was den arbeitenden Massen in die Hand gegeben werden kann. Aber innerhalb eine bestimmte Aufgabe zu lösen, um die Verteilung der Produktionsmittel meinetwegen besser zu gewährleisten oder so. Aber ich finde, dass Anarcho-Syndikalismus, also praktisch das Werkzeug, Anarchismus, nicht gut zugänglich ist für die Masse der Menschen. Also ich denke, dass da noch viel Arbeit geleistet werden muss, weil eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft geht nur mit der Masse der Menschen. Und für die Masse der Menschen ist das nicht zugänglich, wie gesagt. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Idee des Anarchismus einfach unter einem anderen Label nochmal neu erfunden wird von der arbeitenden Masse in einer bestimmten Situation und dieses ganze Szeneleben quasi überflüssig wird. I have to speak in English, sorry, for a moment. And also I think we might have not understood a lot and missed a lot, but I wanted to dive into pretty much those three tendencies and your one. Crime think, okay, I haven't really had much experience, but when I read like they write statements like, if poverty and homelessness aren't fun, then you're not doing it right. Straight away, I think, like my friend at the back there said, okay, it's a bunch of rich kids who are just out to have fun. Okay. It's rational now, isn't it? All right. You said something about your opposition to formal organizations, that it takes so much energy and everything. But then, with your uprisings all the time, all your comrades are sitting in prison, so all your energies, all your money are going to go to supporting your comrades in prison and not going anywhere else. And if you take Greece as a very recent example, that's exactly why insurrectional anarchism cannot lead to a free society, is because you can have your uprising, but because you don't build alternative structures to capital structures, like you don't work with
do not learn to run their workplaces themselves, like the syndicates would be advocating now. You cannot learn to take over the economy, you cannot build a free society. What you can do is destroy the old one, but there's nothing constructive. So it cannot lead to the building of a free society. The syndicalism, on the other hand, I've got not really a problem with syndicalism as such, but I think with the FAU, which is more of a problem, is I think there's a confusion between is the FAU an anarchist organization or a union? Because if I'm at work, and I'm talking of workers at work, you can't wait for people to become anarcho-syndicalists or first to be able to say this and then to identify themselves as one before they join the union. So the way I understand it is you need to have an open union that's built on anarchist principles, as in non-hierarchical, and then all the anarchists themselves are organized in a separate political organization, anarchist organization. Yeah. And the problem with what you said is that you take all of us in this room and put all of our anarchism together, we'll get to the point where anarchism will mean nothing. And we can't go out and say, I know this from Berlin, from the Anarchist Federation Berlin, you cannot say we need a revolution, because some people are against violence, and so, okay. So we can't stop preparing for it. They're religious people in that, so you can't critique religion because then the religious people will get upset. And so basically you boil down your anarchism into... there are possibilities to go part of the way together and try different ways. Mm-hmm. And you don't have to discover it like that, but okay, we have this way and we have that way, and that's and you can. It's not the same. I just noticed from where I originally come from, it's like you're trying to get all the people who identify as anarchists into one organization, and it does not lead to very effective organization because you can't really do anything without somebody complaining and doing well. There's a couple more things. Da bei der Tür. Mit dem Pferdeschwanz. Hallo? Willst du was sagen? Ja, meine Frage ist an die drei Vertreter der Strömung. Und da habt ihr ja im Prinzip drei separate Strömungen vorgestellt. Und was wird jetzt innerhalb der Strömung jeweils unternommen, um diese weiterzuentwickeln? Ist dort eine Art Vorgehensmodell, dass das zukunftsfähig wird oder bleibt oder angepasst wird? Weil recht der eine Brust ist, dass es Probleme an den einzelnen Strömungsrichtungen. So kam es ja auch wieder raus. Ihr seid in der Vertreter einer Richtung, aber könnt in anderen Richtungen halt auch grundsätzlich abgesehen. Und wie werden wir jetzt intern dann gearbeitet, innerhalb der jeweiligen Strömung, dass die Strömung dann verbessert wird? Also. Also, es ist halt schwer, was du dir jetzt für eine Antwort erhoffst, denn wie gesagt, wir sind irgendwie Vertreter einer bestimmten Strömung für uns selber. Also so. Aber ihr habt Kontakt zu anderen und daher denke ich. Können wir vielleicht für irgendwie bestimmte, ja, für unsere Umfelder oder uns sprechen oder sowas. Ich glaube, Reflexionen aus Fehlern gibt es in jeder Situation. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, inwiefern sich das Ganze weiterentwickelt oder was. Das Upgrade unserer Version, die wir dir gerade schon gegeben haben, oder was? Nur technische Frage, machen wir jetzt weiter mit. Nein, also eigentlich ist. Wie viel hast du da auf der Liste? Ja, auf der Liste sind jetzt 5. Ist das für alle okay, wenn wir jetzt da wieder antworten, oder? Also ich würde sagen, es ist ja durchaus okay, wenn man jetzt Fragen in den Raum stellt, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand hier
auf jemanden direkt antworten möchte oder auch nochmal darauf zurückgehen will, wo der ja angefangen ist. Und damit hat ja die Diskussion angefangen. Ich denke, ist das auch in Ordnung. Wenn wir als durchaus Fragen zulassen, die ja direkt an euch gewendet sind, oder halt welche, die offen werden. Dann kann ich vielleicht schnell, ich mache es eh kurz, da zwei Antworten vereinen. Also ich denke halt, also eine ganz einfache Antwort auf die Frage, die du hinten gestellt hast, ist halt auch dieses was Prinzip der Selbstkritik, das halt eh schon angesprochen worden ist, dass man halt auf das eigene Vorgehen halt kritisch reflektiert, dass man sich mit Leuten, die andere Perspektiven haben, austauscht und daraus halt selber lernt. Also mir, das klingt jetzt trivial, aber mir fällt nichts anderes ein, wie man halt seine eigenen Vorstellungen halt weiterentwickeln kann oder sich als halt Bewegung weiterentwickeln kann. In dem Zusammenhang vielleicht, weil das schon erwähnt worden ist, dieser quasi legendäre Crime-Think-Satz, Unemployment, Homelessness, Poverty, if you ain't having fun, you're not doing it right, also Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut, wenn dir das keinen Spaß macht, dann bist du selber schuld, in freier Übersetzung. Ich stimme dem völlig zu, ist ein blöder Satz, allerdings ist die Kritik auch sehr oft formuliert worden. Der Satz, um das nochmal dazu zu sagen, war auf der Rückseite von einem Crime-Think-Buch mit dem Titel Evasion. Der Satz ist in folgenden Auflagen einfach nicht mehr erschienen, weil Crime-Think diese Kritik verstanden hat und den Satz halt weggetan hat. Also als ganz kleines Beispiel würde ich halt sagen, so verbessert sich halt eine Bewegung, indem man halt auf Kritik reagiert, interne Diskussionen hat und dann solche Konsequenzen halt zieht. Also für die FOK kann ich sagen, dass wir kein Analysegremium oder sowas haben, was dann sagt, wie es dann nächstes Mal besser zu laufen hat. Das würde uns sehr widersprechen, aber es gibt einen internen Mitgliederrundbrief, wo Diskussionen geführt werden, wo daraus die Leute Schlüsse ziehen, was nächstes Mal besser gemacht werden muss und was nicht. Und so kann es noch funktionieren in der Diskussion und nicht mit irgendwie das strukturiert, wie es jetzt nach vorne gehen muss, glaube ich. Also so gezwungen, das ist, glaube ich, der falsche Schritt. Kannst du gleich weitermachen? So, ich bin jetzt dran. Ja, ich wollte noch was zur Lohnarbeit sagen, weil ja irgendwie schon so, das ist ja hier schon so war, ja, aufständische Anarchisten haben es nicht so mit der Lohnarbeit, darum überfallen sie Banken. Ich kann vielleicht zur Beruhigung sagen, Anarchosyndikalisten finden Lohnarbeit auch ziemlich scheiße. Darum versuchen sie möglichst teuer zu verkaufen und möglichst wenig davon zu leisten. Das ist auch ein Problem in der FAU, weil nämlich die Leute kommen in die FAU und setzen sich mit Lohnarbeit auseinander und finden sie auch immer doof und hören auf zu arbeiten. Und dann ist es immer schwer, Gewerkschaftsarbeit zu machen. Nichtsdestotrotz ist Lohnarbeit eine gesellschaftliche Realität, die für die meisten von uns hier in Frage kommt. Und ich für meinen Teil werde bei FADA und die nächsten 18 Jahre ist Banküberfall für mich keine Perspektive mehr. Von daher, ich glaube, dass es nicht einfach so abzutun ist, zu sagen, ja, wir finden Lohnarbeit doof und wir können das schon irgendwie anders regeln. Also ich glaube, Lohnarbeit ist halt eine kapitalistische Normalität, die wir auch als solche akzeptieren müssen, auch wenn wir sie scheiße finden und die das Leben von den meisten von uns beeinflusst und deswegen auch gerade da ansetzen sollten zu kämpfen. Ich glaube, ich sehe das ein bisschen... Macht keinen Sinn, so, ja. Warst du auf der Liste? Dann warst du auf der Liste? Ja. Willst du dich nicht draufsetzen? Scheint die Frage über Organisation ganz gut, du auch reingebracht hast oder die du vorhin mit der Plattform erwähnt hast. Weil, also ich finde den Ansatz von Ganzen oder auch diese Lose- und Aktivitätsgruppenorganisation eine coole Sache und ich habe es bisher auch eher so gelegt. Auf solche Dauer denke ich auch manchmal, dass was eher FAU-mäßig, was eine feste Organisation auch Vorteile mitbringen kann und das vierte Mal sollte vielleicht was auch aufbauen, wie gerade für bestimmte Sachen, was einfach notwendig ist, wie Weitergabe zu Listen oder Koordinierung. Und da finde ich schade, dass es halt nur so eine gewerkschaftliche Organisation gibt. Eine anarchistische, gewerkschaftliche oder anarchosyndikalistische. Und das, also ich noch so wenig arbeite, dass es mir voll schwer fällt, mich darüber zu definieren und mich darüber also für Gewerkschaftsarbeit zu interessieren. Dass ich doch die Frage ein bisschen an alle stellen würde, ob es nicht sinnvoll wäre, in der Organisation in gewisser Weise
Also nicht gebunden jetzt an Gewerkschaften, sondern allgemein an Anarchismus oder sowas wie ein Koordinierungsbüro. Also nicht, dass es irgendwie zentralisiert werden soll oder erleichtert werden soll, aber dass es einfach Informationen austauscht. Ich will eigentlich jetzt Jacqueline sagen, was kann ich machen, was wird schon gemacht, was haben andere angefangen, ich kann mich dann in meinem Ort weiterführen, wie können die Bewegung vorantreiben. Das ist so, dass ich mich voll spannend finde. Und zwar, dass du das Platonismus Grundsatz drin gelesen habe, aber das ist irgendwie nicht so, entweder habe ich nicht so verstanden oder es gab mir nicht so viel gegeben. Aber vielleicht weiß auch jemand anders was zu. Vielleicht bin ich immer noch doof. Oh Mann, es sind einfach so viele verschiedene Inputs, die ich finde. Du redest jetzt von einer Bewegung, einer gesamten anarchistischen Bewegung, die ja von anderen Menschen gekommen ist. Und dann auch natürlich immer die Frage, was man da drunter. Also, deshalb der Kampf gegen kapitalistische Strukturen, die man ablehnt, gleichzeitig irgendwie ein Kampf an herrschaftsfreie Welt. Und es ist dann so, dass man für das Ziel des Anarchismus kämpft, so das würde ich halt auch erstmal in Frage stellen. Also, das ist halt nicht automatisch so. Ich glaube halt, dass halt irgendwie so eine Organisierung, so wie es alles Anarchisten und Anarchistinnen, kommt jetzt zusammen bei einem Dachverband, so dass das halt so dem Ganzen auch nicht dienen würde. Also das halt dann viele soziale Bewegungen halt ausgeklammert werden können würden. Und da auch wenn ich in vielen Punkten sicherlich im aufständischen Anarchismuskonzept widersprechen würde, würde ich aber auch anerkennen, dass es halt sehr flexibel ist und ich auf jeden Fall auch einstellen kann, was so spontan auch entsteht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie an Frankreich denke, was da ja etwas viel passiert ist, so aus den sozialisierten Ecken des Landes, sehe ich tatsächlich den aufständischen Anarchismus irgendwie so konzeptionell so ausgelegt, so ja, da suchen wir Verbindungspunkte auch. Und das heißt, bei vielen anderen Städten irgendwie dann nicht so der Fall ist, oder? Aber eigentlich wollte ich ja ein Plädoyer dafür halten, dass wir uns alle irgendwie auch in Beziehung zum Kapitalismus setzen und dementsprechend dann irgendwie für uns auch entscheiden können. Und wie das so auch so ein individueller Mechanismus ist, total in Ordnung, wenn Menschen mal aus der Mittelschicht kommen, total von den Erwartungen der Lehrer und Eltern gestresst wird, so irgendwie dann ist es in Ordnung, sich zu verweigern. Genauso wie wenn Menschen im Arbeitsverhältnis ist, irgendwie und dann zu organisieren. Und die Hoffnung ist ja letztendlich auch immer, dass wir nicht aus irgendeinem esoterischen Gedanken für das einstehen, so, sondern irgendwie weiß, dass tatsächlich praktisch besser ist und wenn irgendwie so ein anarchisch-mutualistisch organisierter Arbeitskampf auch mehr bringt, so, dann, ja, keine Ahnung, das ist halt ein religiöses Ding, so ein Ausschnitt. Aber jetzt halt so viele Sachen nachgedacht. Okay, it's your turn again. Just a couple things I forgot was the conflict, the way I understood it, I heard some people talk about it a lot, but there's also a lot of it was about lifestyle and living in squats, etc. And we have containers. I was just thinking, okay, if we take our goal as a free society, and this is how we're going to the way we are advocating to get there is like, if we take all the people in this room and we're all trying to live out of containers in this area, it's not going to work. And we cannot use these methods to achieve free society. And the other thing is with insurrectional anarchism and the critique of like formal organization is what you have on the other side then is you have informal hierarchies. You just leave yourself wide open for informal hierarchies. If you don't have a clear structure, with your positions that are rotated, etc., etc., then you're going to have the same people with the most knowledge and the most whatever doing the same things, and you're going to have power structures developing within your informal organizations. I know this from experience as well. And so I feel like what we need is we need to have a formal anarchist organization with clear structures, clear principles, and clear strategy of how we're going to work with society.
glaube, als ich mich eingetragen habe, ging es nur noch mal kurz, um auf den Arbeitspunkt zurückzukommen. Also ich hoffe, ich habe nicht, also ich habe ja extra erwähnt, dass dieses Banken gegen mal das historische Projekt war und dass den aufständischen Anarchistinnen schon klar ist, dass nicht jede von uns oder jeder von uns die Bank überfallen kann. Aber das Prinzip ist ähnlich wie bei der Organisierung darauf ausgelegt zu sagen, dass Arbeit und auch die Beschaffung von unseren lebenswichtigen Ressourcen genau wie in der Organisation so klein wie möglich gehalten werden sollte, um die Energie auf das, was uns wichtig ist, nämlich die Befreiung, zu konzentrieren. Als praktisches Beispiel kommt dann natürlich so als erstes entweder die Ausnutzung von bestehenden Verhältnissen zum kleinst aufwendigsten Preis, und als praktisches Beispiel ist natürlich Kleinkriminalität ein ziemlich effektiver Weg, um sich so durchzuschlagen, und andere Konzepte auch, die möglichst wenig Zeit und wenig Energie und Organisation für das Nötigste aufbringen, also um irgendwie auf diese Arbeitsfrage aus der Richtung mal irgendwie zurückzukommen. Wollte ich nur nochmal ergänzt haben, um nicht dieses jeder von uns ist Bankräuberin oder so stehen zu lassen kann. Ist schon bewusst, dass das nicht der Fall ist. Ich wollte noch was zu dieser Organisationsfrage sagen, antworte aber zuerst noch mal auf diese Crime-Think-Geschichte. Ich glaube, dass das wirklich halt ein Missverständnis ist, wobei ich ja verstehe, wo das herkommt. Aber also Container zum Beispiel wird von Crime-Think, gibt da ganz explizite Texte dazu, wird nicht als allgemeine revolutionäre Methode verkauft, sondern als Mittel, das in spezifischen individuellen Fällen angewendet werden kann, um sie der Notwendigkeit der Lohnarbeit zu entziehen, um dadurch Zeit zu bekommen, politisch aktiv zu sein. Also Containern ist nicht so, wenn es Kapitalismus nicht mehr gibt, gibt es auch keinen Abfall des Kapitalismus mehr, dadurch können wir ja nicht mehr vom Abfall des Kapitalismus leben. Also das verstehen die Leute, glaube ich, schon auch sozusagen. Aber wie gesagt, es ist ein spezifisches Mittel für manche Leute in ganz spezifischen Situationen gedacht. Und die Frage der Organisation, also zum Beispiel das, was du angesprochen hast, im Prinzip stimme ich dem völlig zu, das klingt auch logisch. Für mich hängen sich da aber einfach praktische Fragen dran sozusagen. Also warum klingt das gut und warum sollte man so eine Organisation haben? Um als anarchistisch revolutionär tätige Menschen effektiver oder produktiver zu sein. In meiner Erfahrung ist das ehrlich gesagt nicht der Fall. Also ich arbeite mit vielen verschiedenen anarchistischen Gruppen zusammen, so, weil ich halt auch viel Übersetzungsarbeit mache, Publikationsarbeit. In meiner Erfahrung, bei CrimeThink zum Beispiel, dadurch, dass sehr viel auf dem Prinzip der Eigenverantwortung beruht und es nicht so diese strengen formalen Strukturen gibt, sodass sehr viele Leute auch selber entscheiden können, ob jetzt zum Beispiel was übersetzt werden soll oder wie das Projekt stattfinden soll, passiert viel mehr, weil die Kommunikation viel schneller und direkter läuft und Leute auch wirklich Entscheidungen unmittelbar treffen können. In meiner Erfahrung, und ich muss ganz ehrlich sagen, das gilt auch für die FAU, ich habe ja für die direkte Aktion Sachen gemacht, bin dort der Abonnent und so. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Strukturen der FAU Arbeit effektiver machen. Zum Teil habe ich wirklich den Eindruck, also das verzögert Sachen ungemein und Leute sind auch nicht unbedingt verlässlicher, nur deshalb, weil sie in so einer Organisation drinnen sind. Zum Teil eher weniger so, weil so dieses Prinzip der Eigenverantwortung ein bisschen fehlt. Also das sind wirklich nur so meine praktischen Erfahrungen und deshalb zum Teil auch diese Crime-Think-Sympathien. Das hat bei mir wenig Ideologisches, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch eine anarchistische Organisation, also kaum oder nichts existiert schon eine allgemeine anarchistische Organisation in Deutschland. Also das heißt, das Forum Deutschsprachige Anarchistin, wie man auch in der mangelnden Präsenz hier merkt, sind wir Autokritiker und nicht sonderlich organisiert. Was schade ist, was denke ich, die Kriterien, welche Struktur so die Kriterien erfüllen kann. Also dass sie eigentlich rein funktional sein soll, dass eben auch nicht die lokalen Organisationen quasi in dieser Mutterorganisation aufgehen oder sowas, sondern es einfach nur zur Vernetzung da ist. Und ganz klar ist, dass wirklich politische Arbeit in die lokalen oder so, also in den lokalen Gruppen, lokalen anarchistischen Gruppen gemacht wird. Und ich
dann ich denke, es wäre Aufgabe der einzelnen Gruppen eben, dem entgegenzuwirken, so. Also, dass es dann wieder zu zentralistisch ist. Also dass es dann, dass man dann wieder alles nur von der Gruppe abhängig machen kann, sondern eben dieses, ist eine Frage von dieser, also diese Eigenverantwortlichkeit, diese Eigeninitiative einfach in diese für die gemeinsame Sache einzusetzen, sage ich mal. Und dort vielleicht auch weiter zurück, wie dem was dann zusammen machen kann. Also einfach das zu erleichtern, so, dass man sich zusammenfindet. Zum Beispiel auch so aufstellen. Ja. Forum Deutschsprachige Anarchisten. Ja, FDA. Ja, es ist, also für mich ist es unverständlich, warum das nicht mehr passiert so. Also warum, ich meine, jeder, oder die meisten von uns sind in irgendwelchen Gruppen mal so, aber irgendwie ist der Anarchismus oder die Anarchie anscheinend nicht wichtig genug, dass man sich konkret dazu organisiert. Also da Antifa, Antispä, Antira und so weiter halt. Nur die Anarchie halt, das läuft also nicht mehr. Ja, ich habe keine Rednerin auf der Liste. Ja, ist der Mann. Würde noch jemand was sagen?